Hallo, ich bin Ruth Kate. Herzlich willkommen zum großen CCC-Jahresrückblick. Allein die Woche seit Weihnachten hat irgendwie bewiesen, dass wahrscheinlich gäbe es eine Pantone-Farbe des Jahres, ihr Name Clusterfuck wäre und nicht Zartrosa. Abgesehen davon hat aber Max Rosa, der Datenwissenschaftler, gesagt, eigentlich ist es gefühlt seit 21 Jahren bergauf gegangen und man könnte vielleicht sagen, dass man es mehr spürt, ist eine Zunahme an Empathie, das, was nie schlecht ist, außer vielleicht bei besorgten Bürgern. Was sonst noch los war in diesem Jahr, das erzählen uns jetzt Frank, Konstanze, Linus und Nexus. Herzlich willkommen auf der Bühne. Stühle sind überbewertet. Danke. Jetzt ist es an. Okay. Wir begrüßen euch sehr herzlich zum CCC-Jahresrückblick. Wir haben wieder mal versucht, das Jahr so ein bisschen aus den Augen des CCCs darzustellen. Wir wollen zum einen über die Aktivitäten sprechen, zum anderen aber auch so die Themen, die uns in der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt haben. Wir wollen aber auch ein bisschen natürlich über die dezentralen Aktivitäten reden. Und wie immer müssen wir uns gleich vorab dafür entschuldigen, dass wir natürlich nicht alle Themen in dieser Zeit abreißen können, sondern einige weglassen mussten. Aber wir haben versucht, die wichtigsten und vielleicht auch von der Debatte her spannendsten abzubilden. Und wollen natürlich aber auch gleich sagen, dass wir einen gewissen Schwerpunkt haben in der bundesweiten Arbeit des CCC, die aber natürlich, wenn man sozusagen den Aktivismus betrifft und die vielen Projekte, eigentlich dezentral sehr viel mehr Ausprägung hat, als wir hier darstellen können. Genau. Und wir haben eine kleine Neuerung dieses Jahr. Wir gehen immer so vom Januar bis zum Dezember das Jahr so runter. Aber wir haben den Statistikteil, der die letzten 2-3 Jahre mal relativ lang war, wenn wir darüber reden, wie so so die Zahlen und Nummern sind in der Pressearbeit und überhaupt in der Mitgliederentwicklung, die haben wir ein bisschen gekürzt und werden hier nur ganz kurz über die Mitgliederentwicklung dieses Jahr reden. Also wir verstehen ja, dass Journalisten immer gerne möglichst viele Zahlen publizieren, aber wir dachten uns, vielleicht können wir es ein bisschen kürzer halten. Genau. Dann starten wir mal das Jahr und wir beginnen tatsächlich mit ganz guten Zahlen, die unsere Mitglieder betreffen. Wir haben mal dieses Jahr vom Office, mit dem wir uns bei der Gelegenheit natürlich bedanken wollen, weil es einfach auch auch mit wirklich echt zunehmender Verwaltungstätigkeit irgendwie klarkommt. Und nur damit ihr die Zahlen interpretieren könnt, die beginnen sozusagen 1986 bis heute. Und wir können jetzt verkünden, we are over 9000. Und wir haben... Und damit ihr auch die Zahlen, die das Office hier auf diese Grafik geplottet hat, verstehen könnt, die roten, also diese orange-roten, der große Block, das sind unsere sogenannten Aliens. Wir sind ja eine galaktische Gemeinschaft. Also bedeutet einfach die Mitglieder, die nicht einem bestimmten ERFA zugeordnet sind, sondern quasi im Sinne der Mitgliederverwaltung Mitglied ohne ERFA sind. Und die blauen sind die, die sich einem bestimmten ERFA... So, sind hier Leute, die nicht wissen, was ERFA heißt? Wer weiß nicht, was ERFA heißt? Oh. Okay, also okay. Der ERFA ist ein Erfahrungsaustauschkreis. Ihr merkt, der Chaos Computer Club ist irgendwann in den 80ern gegründet worden. Da war die Terminologie noch ein bisschen anders. Die Erfahrungsaustauschkreise sind genau dafür da, was der Name sagt, nämlich vor Ort Menschen, die sich treffen, zusammentun, eine festere Struktur bilden, also quasi einen lokalen CCC, Ableger oder eine lokale CCC-Gruppierung bilden, die eine gewisse feste Struktur hat. Diese sogenannten ERFA-Kreise werden dann eben auch vom zentralen Verein versorgt, mit Geld und Projektmitteln und so weiter. Das heißt also, die eigentliche Arbeit findet genau da statt und das ist eigentlich auch das Interessantere. Also falls ihr
zufällig nicht wisst, ob es in eurer Stadt einen AFA-Kreis gibt, dann guckt mal nach. Meistens gibt's einen. Und wenn nicht, gibt's häufig genug einen Chaos-Treff. Das sind so Gruppen, die sagen, okay, wir wissen es noch nicht ganz genau, wir haben noch keine festen Räume, aber wir wollen uns regelmäßig treffen und versuchen mal irgendwie was auf die Beine zu stellen. Genau. Wir wollen vielleicht mal noch über diesen etwas dunkelroten, ich will nicht rotbraun sagen, wir haben keine rotbraunen Mitglieder. Ne? Doch, wir haben rotbraune Mitglieder, sind so Zwangsentlassene. Das sind also die Anzahl der Austritte, die in der Regel eigentlich nur dadurch entstehen, dass unsere freundliche Mitgliederverwaltung im Office sie ein paar Mal anmahnt, sie mögen jetzt Mitgliederbeitrag bezahlen und irgendwann werden sie aussortiert. Die Farbe ist blutrot. Ja. CCC Kasso schlägt zu. Genau. Wir haben ganz schlimme Inkasso-Brigaden. Traditionell haben wir auch die Karte, die uns auch dieses Mal wieder vom Office geschickt wurde, mit dem Hinweis, dass wir leider immer noch diesen weißen Bautzenfleck da haben. Das ist auch sehr beunruhigend, denn also umso dunkler grün, umso höher ist die Mitgliederdichte über Deutschland verteilt und wir haben da unten, also wer das nicht weiß, Bautzen ist da unten, da bei dem Weißen, leider immer noch so ein Fleck. Können wir, glaube ich, nicht viel machen. Und daneben sieht man noch die Mitgliederentwicklung pro Quartal. Die ist abgebildet seit 2014. Und jetzt dürft ihr mal raten, wo dieser fette, große Balken herkommt. Lauter. Genau. Tatsächlich sieht man ganz deutlich diesen Ausschlag nach Beginn der Veröffentlichung aus den Snowden-Papieren ist bei uns ganz, ganz deutlich dieser Anstieg festzustellen. Das können wir natürlich auch uminterpretieren in irgendwas anderes, aber wir halten ihn für die wahrscheinlichste Entwicklung. Wir haben ihn ja dann auch zum Ehrenmitglied gemacht. Richtig, also die Mitgliederversammlung sogar mit einer Honecker-Mehrheit. Wir haben außerdem den Trend, den wir hier auch schon länger zeigen, nämlich dass wir uns außerhalb von Deutschland ausbreiten. Wir haben hier die Liste der Länder, ich glaube, selbst wenn jetzt vielleicht ein bisschen kleines zum Lesen. Deutlich sieht man, glaube ich, natürlich, dass Schweiz und Österreich nach wie vor die meisten nicht deutschen Mitglieder stellen und dass die Liste nochmal um 9 oder 10 Länder erweitert wurde. Also ich weiß immer nicht, ob das Leute sind, die wegziehen und eine Adressänderung mitteilen. Ich glaube nicht, dass Hacker Adressänderungen mitteilen, oder? Und ich glaube, Office freut sich auch nicht über die Mitteilung von Adressänderungen, oder? Also lustiger wäre jetzt mal sowas wie neue Adresse, Orbit, ISS. Okay, und damit wollen wir dieses Jahr auch mit den Zahlen belassen. Also ich hatte dir angekündigt, wir wollen nicht so viel darüber reden, weil wir fanden, die letzten Jahre hatten wir zu wenig Zeit für Inhalte und es geht ja hier um Inhalte. Und wir hatten, glaube ich, ein ziemlich bewegtes Jahr in vielerlei Hinsicht. Da wollen wir ein paar Aspekte abbilden. Zum einen natürlich die, wo wir selber sehr aktiv geworden sind, aber eben auch andere, die eher an uns herangetragen wurden und die aber längst, ist ja, glaube ich, keine Entwicklung des Jahres 2016, sondern zeichnet sich schon ein paar Jahre ab, die in der Spitzenpolitik angekommen sind. Also tatsächlich Diskussionsthemen sind, die keine Nische mehr abbilden, sondern eben bis in die Regierungsspitzen hinein debattiert werden und darüber wollen wir reden. Aber nicht nur. Denn es gab eben auch noch eine ganze Menge kleinere Sachen, die uns beschäftigt haben oder die irgendwie lustig waren, die wir mit eingebaut haben. Und wir fangen jetzt einfach mal an, oder? Können wir machen. Ja, letztes Jahr haben wir, glaube ich, schon darüber gesprochen. Die Apple TV-App, die ein paar Mitglieder des Chaos Computer Club Frankfurt Main gebaut haben, um dort die Inhalte von mediaccc.de zum zeitsouveränen Nachhören auf dem Apple TV zu ermöglichen oder bereitzustellen. Und es gab ja dann von Apple so ein bisschen Kritik, weil sie wollten ein paar der Talks, die auf mediaccc.de sind, nicht auf ihrer Plattform haben. Da gab es eine längere Diskussion. Das sind übrigens die Talks, also könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Die werden auch in der App angezeigt. Also wenn man da aber draufklickt, wird gesagt, dieser Talk wurde von Apple zensiert. Ihr müsst leider ins Internet gehen auf mediaccc.de, um ihn anzuschauen.
Diese Lösung war innerhalb des Clubs durchaus unterschiedlichen Meinungen ausgesetzt. Also es gab einige, die gesagt haben, wir lassen uns doch nicht von Apple erzählen, was wir da reinstellen können und was nicht. Und andere, die gesagt haben, na, wenn wir schon was nicht reinstellen können, dann ist doch super, wenn wir irgendwie den Leuten das auch an Ort und Stelle präsentieren und diese Zensurliste haben und so viel Aufmerksamkeit nochmal für ein paar Jahre alte Talks bekommen. Und so ist es jetzt auch, die App zeigt die Talks nicht direkt an, sondern mit einem Link und dann kann man da, glaube ich, direkt draufklicken und sich den Talk anschauen. So wurde das dann am Ende gelöst. Und tatsächlich ist, ob man jetzt an Apple TV Kritik übt oder nicht, die App wird ziemlich viel benutzt, die gibt es mittlerweile in mehreren Sprachen, also die haben sich einfach die Mühe gemacht, das zur Verfügung zu stellen und das wird auch benutzt und insofern die Kritik mal dahingestellt, das einfach für viele Leute einfach nutzbringend, um die Inhalte und zwar von vielen Jahren sehen zu können. Und insofern, nachdem ja die App eigentlich komplett abgelehnt wurde, kann man sie jetzt klicken. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Linus hat das so am Rande erwähnt, dass die Talks schon etwas älter sind. Dieser Bluetooth-Hacking State of the Art war am 22C3. Also alleine diesen Talk zu zensieren, ich meine, naja. Das ist eine sehr späte Ehre, die dem Vortragenden dazu teil geworden ist. Da ging es übrigens, also wenn sich jemand für die, also der CCC Frankfurt hat das auch dokumentiert und aufgeschrieben. Da ging es tatsächlich, also die Pulten von Seiten von Apple da so, unsere Richtlinien lauten, aber so haben sie das irgendwie begründet. Und uns ist natürlich aufgefallen, dass in den Titeln sehr viel Hacking vorkommt. Okay, aber das ist jetzt nichts, wo wir uns lange dran aufhalten wollen, nicht wahr? Weil viel wichtiger, traditionell, sind ja Wahlen. Ja, Wahl ist ja wichtig, Wahlmanipulation, Wahlbeeinflussung und so. Der CCC Mainz hat festgestellt, dass man bei deren Wahl ein Briefwahlformular online bestellen konnte. Und um dieses Briefwahlformular zu bestellen, brauchte man Name, Vorname und Geburtsdatum. Mehr nicht. Und bekam dann ein PDF-Dokument zum Download. Und in diesem PDF-Dokument stand dann auch die Adresse, die man vorher nicht angegeben hatte. Dann haben sie eine wilde Recherche angestellt und haben auf einer Webseite mit dem Namen Wikipedia das Geburtsdatum des Oberbürgermeisters gefunden. Und sich die Mühe gespart, einmal kurz das grobe Jahrzehnt, in dem der junge Mann geboren ist, zu brutforcen und hatten dann eben seine Adresse und haben damit eine schöne Medienberichterstattung bekommen. Christian Schuster vom CCC Mainz hat da hauptsächlich die Interviews gegeben. Ich glaube, aus dem Artikel ging hervor, dass da noch einige andere an dem Spaß beteiligt waren. Aber da sieht man sowieso auch so einfach so kleine Dummheiten, so ein Hackerspace einfach mal einen Nachmittag zum Lachen bringen können. Und für einige Medienaufmerksamkeit sorgen können, wenn da auf einmal so einfach die Adressen aller Mitbürger aus dem Internet abziehbar sind. Wer sich übrigens wundert, also der CCC Mainz ist immer noch unter cccmz.de zu erreichen, aber sie haben sich quasi so ein bisschen umbenannt in CCC Mswi, weil sie sozusagen Wiesbaden mit integrieren wollten. Also nicht wundern, warum sozusagen das Logo dann neu ist. Also es gibt keine Vorschrift, nach dem Erfa-Kreise sprechenden Namen haben müssen. Okay. Gibt ja noch ein paar andere, im Prinzip, bisschen so Langfristprojekte, die der CCC verfolgt. Und über eins wollen wir, was auch noch im Januar passiert ist, wo wir normalerweise immer noch also im Winterschlaf sind oder uns über die Nachwehen des Kongresses unterhalten, wollen wir aber trotzdem noch mal reden. Denn es hat schon eine längere Geschichte. Der CCC hatte ja damals daran mitgewirkt, dass es in Hamburg ein Transparenzgesetz gibt. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Und es hat sozusagen sich über die Jahre, haben sich daraus bestimmte Projekte ergeben, zum Beispiel die Frage, wie man gegen die Handelskammer vorgeht. Also worum es dabei geht, ist halt, dass das Hamburger Transparenzgesetz eigentlich auch sagt, dass die mittelbare Staatsverwaltung, also landeseigene Betriebe, Gesellschaften, Unis, Handelskammer, Rundfunksender und so, dass die ebenfalls unter der Transparenzpflicht nach dem Transparenzgesetz liegen. Und da die Handelskammer das nicht so richtig einsieht, wird jetzt dagegen geklagt. Das Gericht hat sich so 2 Jahre Zeit gelassen mit der Klagezulassung. Die Veröffentlichungspflicht, die halt in diesem Transparenzgesetz drinsteht, versucht die Handelskammer halt irgendwie abzuwehren. Und die
Die Frage halt, ob man damit durchkommt, man damit nicht durchkommt, im Gesetz steht es eigentlich drin, ist eigentlich nur noch im Wesentlichen eine Frage der Zeit, aber das zieht sich halt. Also ja, häufige Besucher dieser Veranstaltung werden wissen, dass dieses Transparenzgesetz eher so ein Langfristprojekt ist. Die Hamburger sind da aber sehr aktiv und bleiben dran. Die in Thüringen wird demnächst wahrscheinlich ein Transparenzgesetz eingeführt. Da gab es auch Hilfe. Vielleicht können wir dann langsam diese weißen Flecken da unten rechts, was die Mitgliederzahlen angeht in Thüringen, damit auch noch ein bisschen reduzieren. In Rheinland-Pfalz ist das Transparenzgesetz durch, andere Länder sind gerade dabei. Wenn ihr da mehr wissen wollt, gibt es heute, ne? Den Irren ist staatlich Vortrag von Arne Sensroth, der sich mit diesen Themen etwas intensiver auseinandersetzt, als wir sie jetzt irgendwie verbreiten können. Also man muss natürlich, uns geht es hier nicht so sehr um die Handelskammer Hamburg oder so, sondern das ist, glaube ich, auch eine gewisse strategische Sache. Denn man muss sich einfach fragen, wenn man so ein Transparenzgesetz macht und prinzipiell in so ein Gesetz schreibt, dass in das Transparenzregister Informationen reingehören, dann stellt sich natürlich unmittelbar die Frage, wer ist denn verpflichtet, in dieses Transparenzregister Informationen einzufügen? Und da geht es also für die Juristen auch nach dem Verwaltungsrecht darum, was eigentlich eine Behörde ist und was prinzipiell oder wer welche Institutionen verpflichtet sind, dort Informationen einzustellen. Und insofern ist das natürlich in gewisser Weise auch strategisch. Und ja, also da werden wir dann wahrscheinlich später, ich weiß ja nicht, wie schnell die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist, irgendwann informieren. Ja, genau. Okay, also dann vielleicht können wir, glaube ich, den Januar abschließen, oder Männer? Also vielleicht kommt es ja noch vor dem Berliner Flughafen. Ne? Okay, der Februar hat uns so eine Debatte eingebracht, die sich letztlich so ein bisschen durchs ganze Jahr zieht. Da ging es im Kern erstmal nur um ein iPhone 5C und um einen Attentäter, der aber Terrorist heißt, weil er ja, also ihr wisst ja, gibt den Unterschied zwischen Terrorismus und Attentaten. Jedenfalls hatte der ein iPhone 5C und der Streit entfaltete sich als eine internationale, sozusagen in allen Sprachen berichtete öffentliche Sache zwischen Apple und dem FBI. Und die Kernfrage, um die es da ging, war, sollen Strafverfolgungsbehörden Hintertüren bekommen in Verschlüsselungssystemen? Und diese Diskussion ist natürlich auch nach Deutschland rübergeschwappt, wie es auch hier sehr intensiv debattiert worden, wo natürlich unsere Position relativ klar war, also zu sagen, so, okay, jeder hat das Recht zu verschlüsseln. Das Bundesverfassungsgericht hat Trojaner Urteil auch nochmal klar gemacht, dass digitale Selbstverteidigung unser gutes Recht ist, also dass wir sozusagen auch da auch voll im Recht sind. Und diese Diskussionen so, brauchen Hintertüren, brauchen keine Hintertüren, was tun sie denn da eigentlich, die armen Strafverfolger, going dark, wie es immer so schon heißt, die zog sich halt eigentlich durchs gesamte Jahr, also bis jetzt noch in die letzten Wochen rein. Am Ende ist diese Diskussion da halt in den USA halt dadurch gelöst worden, dass das FBI dann doch noch einen Weg gefunden hat, dieses Telefon aufzumachen. Aber die Frage, welche Rolle Verschlüsselung spielt in der Strafverfolgung, die Diskussion wird halt immer weitergehen. Also die können wir klar absehen. In Deutschland sind wir halt in der Situation, dass die Bundesregierung da halt erstmal so ein bisschen gewobbelt hat, so, aber sich dann halt eben doch auf die Leitlinien deutscher Kryptopolitik zurückbesonnen hat, die halt sagen so, okay, starke Verschlüsselung ist gut für dieses Land und wir wollen keine Hintertüren darin haben. Also da hat sich dann auch die jahrelange Arbeit, die wir da geleistet haben in diesem Bereich, halt dann doch wieder bezahlt gemacht, dass also klar war, dass auch wenn da so ein paar Extremisten an den Rändern der Parteien irgendwelche Dinge fordern, sich im Kern halt eigentlich relativ wenig bewegt. Was halt passiert ist, dass die Strafverfolgungsbehörden sagen, okay, wir wollen dann aber unsere Aktivitäten um Verschlüsselungstechnologie zu umgehen, also sprich mit Trojanern oder Schwachstellen darin zu finden, also jedenfalls irgendwie versuchen, da irgendwie reinzukommen, ohne dass man Hintertüren einbaut, halt zentralisieren. Da gibt es jetzt halt irgendwie so ein neues, wie heißt die Abkürzung, weiß noch jemand? Was man? CITES. Oder? CITES, genau, ja. Kann man es aber nicht merken, wo die versuchen halt irgendwie ihre Ressourcen zu bündeln, um halt irgendwie Encrypted Messenger Apps zu umgehen oder Schwachstellen in Storage Krypto zu finden, wie zum Beispiel die halt von den Telefonen. Am Ende ist genau das auch das, wenn man halt so jetzt so sich so die Innenministersprüche und so dazu mal anhört, wo sie halt sagen, so wir wollen
Zugang für die Strafverfolger trotz Verschlüsselung, dann ist genau das damit gemeint. Also zu sagen, okay, wir bauen halt Trojaner, wir bauen halt Möglichkeiten zum Umgehen, aber wir fordern erstmal weiter keine harten Hintertüren in der Krypto. Wo wurde das so schön formuliert? Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Schöner Slogan. Das ist so, das finde ich wunderschön. Also was diese beiden Ideen von Sicherheit. Also es wird sich wie ein roter Faden nochmal durch diesen Jahresrückblick ziehen, dass man irgendwie IT-Sicherheit immer nur für sich selber haben möchte und für die anderen nicht. Dieses Thema haben wir auch im Programm sehr stark hier untergebracht. Wir haben einmal den Kurt Opsahl gehabt an Tag 1 mit The Fight for Encryption. Wir haben Joseph Cox gehabt an Tag 2 mit Law Enforcement Are Hacking the Planet und dann Christopher Segoyan, der jetzt, glaube ich, noch bei der ACLU ist, aber dort bald gehen wird mit Stopping Law Enforcement Hacking, war, glaube ich, der Titel. Also dieses Thema, dass wir mit je mehr Verschlüsselung wir bekommen, umso mehr Staatstrojaner Angriffsdruck auf uns erhalten werden, haben wir auch hier im Programm mit entsprechender Aufmerksamkeit versehen. Und das wird uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte irgendwie beschäftigen, leider. Waren halt so, also mir sind zwei Sachen an diesem Beispiel aufgefallen, weswegen wir das überhaupt, weil der nicht sozusagen unmittelbar CCC verbunden ist, aber weil wir natürlich dafür sehr viel Presseanfragen bekommen haben, weil mir sind zwei Sachen da aufgefallen. Das eine ist, wie stark das eben international berichtet wurde, obwohl das ein inneramerikanischer Streit ist und wie diese Abhängigkeit insbesondere eben bei Hardware und dann von den Gesetzen, die in dem Land, wo der Hardwarehersteller herkommt, wie stark die in internationale Debatte ausstrahlen, fand ich sehr interessant. Aber zum einen auch, wie sich die Debatte um den Kern der Frage, nämlich ob Strafverfolgungsbehörden an den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, der sich in Daten abbildet, auf diesen Geräten ran dürfen, wie sich der verändert hat. Also mein Eindruck war bei der Pressearbeit, dass sich so ein bisschen der Wind gedreht hat und eine Mehrzahl der Leute erkannt haben, dass das so ein ausgelagertes Gehirn ist und wie wichtig, gerade bei Mobiltelefonen, weil das eben am Beispiel des Mobiltelefons war, die für ihr Leben werden. Das fand ich, hat sich verändert seit den ersten diesen Kryptodebatten, die wir so vor 2-3 Jahren hatten oder die Debatten um den Staatstrojaner, weil die im Kern dieselben Fragen sind. Und ich will noch eins anfügen, was ich ganz interessant finde, Associated Press und Vice Media haben übrigens von Falllaufen gegen das FBI. Die wollen nämlich wissen, wie sozusagen, wie diese iPhone am Ende gehackt wurde. Also die streben sozusagen an, von dem FBI diese Informationen zu erzwingen, wie sie denn nun eigentlich gemacht haben. Also ich glaube, so ganz ausgestanden ist das noch nicht, da werden wir wahrscheinlich darauf zurückkommen und es wird andere Fälle geben, ohne Zweifel. Okay, aber dann werden wir mal da nicht weiter hängen bleiben, oder? Okay. Ja. Wir sind ja manchmal auch, also wir bemühen uns um Konstruktivität, nicht wahr? Und das ist so ein Beispiel. Manchmal, ja. Also es passt tatsächlich jetzt, wo man die Debatte gerade so ein bisschen sich angehört hat, tatsächlich zu dem vorherigen Thema auch. Es ging so ein bisschen um das Thema Smart Home, was ja irgendwie so sich so ein bisschen durch die Presse wabert. Das Land Rheinland-Pfalz hat unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Chaos Computer Club ein Konzept oder beziehungsweise eine Empfehlung, leider nur eine Empfehlung entwickelt, wie solche Smart-Home-Lösungen denn aussehen sollen. Es ist zumindest mal ein Weg in die richtige Richtung, wobei wir sagen müssen, wir haben natürlich noch eigentlich Wünsche, dass das ein bisschen weitergeht. Deswegen haben wir auf ccc.de auch nochmal so eine Zusammenfassung geschrieben, was denn eigentlich unsere weitergehenden Forderungen sind. Da soll so ein bisschen geregelt werden, wie sieht denn das da mit der Datensicherheit aus, weil wir haben ja dann nicht mehr nur unser ausgelagertes Gehirn, sondern wir haben unsere ausgelagerte Überwachungszentrale zu Hause, die uns den ganzen Tag zuguckt. Wenn wir das Licht anmachen, wenn wir den Kühlschrank aufmachen, wann wir denn so ins Bett gehen, wann wir aufstehen, wann wir unsere Badewanne volllaufen lassen und ob wir gerade vielleicht im Urlaub sind. Und da sind eigentlich noch so ein paar Forderungen, die wir als sehr wichtig erachten. Und zwar grundsätzlich, dass dort mit Datensparsamkeit das ist aber gegen den Trend, du. Hä? Ja, genau. Hast du unsere Bundeskanzlerin nicht gehört? Wenn man sich mit diesen Systemen mal so ein bisschen beschäftigt, liegen die irgendwie alle in der Cloud. Und man
baut sich da in die Wohnung. Ja, denn da ist der Datenreichtum. Das ist total super. Man baut sich da so ein cloud-gekoppeltes System in seine Wohnung, was man nicht mehr ausbauen kann, weil sonst sitzt man im Dunkeln. Man kann auch ohne das nicht mehr heizen. Und wenn es dann irgendwelche Hacker gibt, ich meine, es soll solche Fälle gegeben haben, die dann irgendwie diese Cloud-Systeme angreifen, dann sitzt man plötzlich im Dunkeln, im Kalten. Und im Zweifel weiß der Nachbar, wann man zu Hause ist. Also da ist noch viel zu tun, aber dieser Aspekt, der ist sehr wichtig, dass da überhaupt was passiert, dass sich überhaupt Menschen auch außerhalb unseres Umfeldes, unseres direkten Umfeldes damit befassen und dass das eine Landesregierung oder das Land tut und sich damit auseinandersetzt, find ich schon sehr, sehr wichtig und sehr beachtenswert. So ein bisschen war das vorher, vor der Debatte, also war das noch am Anfang des Jahres, war die dann aber irgendwann losging um diese Internet of Shit, nee, wie heißt das richtig? Internet of Things. Und die Frage der so, und ganz später im Jahr dann mit den Telekom-Modern, also das war noch nicht so, das hat sich noch ein bisschen im Laufe des Jahres verändert, wie über sowas geredet wird. Insofern wir waren da früh dran. Ja. Okay. Wir müssen uns, glaube ich, unbedingt entschuldigen, falls wir wieder Veranstaltungen vergessen haben, oder? Also wir bringen, wenn wir jetzt über Veranstaltungen reden, dann finden wir die nicht in besonderer Weise bemerkenswert. Der CCC hat lokal Theo-Schwiele-Veranstaltungen, aber wir erwähnen sie, weil, warum picken wir die raus und erwähnen andere nicht? Ja, es ist ein repräsentatives Sample. Ja. Zufällig gewählt durch Kalender-Kompatibilität. Wir haben es natürlich auch dieses Jahr nicht geschafft, alle dezentralen Events zu besuchen. Und wir sitzen hier jedes Jahr und zittern so ein bisschen, welches wir dieses Jahr vergessen zu erwähnen. Und das ist natürlich dann auch Mist für die Mühe, die sich die Leute gemacht haben. Aber ich kann jetzt nun mal leider in diesem Jahr nur vom Easter Egg berichten und zum Beispiel war ich nicht bei den Datenspuren. Jetzt hör mal auf, wo du nicht warst. Ich war nicht bei der Gulasch-Programmiernacht, ich war nicht beim Hackover, MRM-CDs. Es gibt eine ganze Menge Events, aber ich wollte einfach mal hier an dieser Stelle den Easter Egg loben, der dieses Jahr in Salzburg stattgefunden hat. Ja. Und irgendwie war das eine große Freude in so einer kleineren Runde von netten Leuten, einfach mal da so dieses Fest da zu feiern, also die Veranstaltung. Das VOG war da, hat natürlich wieder alles aufgezeichnet, das heißt auch dort sind die Vorträge der Nachwelt für die Nachwelt behalten worden, wie auch hier. Es gab ein wunderschönes Crappy Robot Deathmatch, also Sumo-Ring mit Robotern, das wir dann auch direkt heute Abend hier nochmal auf der Bühne im Vorprogramm zum Methodisch Inkorrekt haben werden. Es gab wie immer die Easter Hack-Tassen. Nette Leute, schöne Stadt. Die kleinen CCC-Events sind echt immer eine große Perle im Kalender und ich bin ein bisschen traurig, dass ich nur so wenige in diesem Jahr besuchen konnte. Wir wollen bei der Gelegenheit tatsächlich erwähnen, deswegen haben wir es hier auch nochmal eingeblendet, also VOG und überhaupt die Tatsache, dass man auch die kleineren Veranstaltungen aufzeichnet, wiederfindet, das ist ein großes Archiv geworden, ist einfach mal echt doll geil. Also es ist, glaube ich, nicht nur geil, es ist auch einfach einzigartig, weil ich kenne auch keinen kommerziellen Dienstleister, der diese Qualität und Professionalität an den Tag legt. Und das ist ein Team von Freiwilligen, die das einfach mal machen, weil sie Bock darauf haben und stellen also jeden professionellen Dienstleister, den ich in dem Bereich kenne, sehr weit in den Schatten. Aber locker. Und das ist schon echt sehr beachtlich. Das ist überhaupt immer das Coolste, ja, wenn wir den Rückblick machen und uns überlegen können, wen wir können. Die sind ja wieder geil loben, weil die so tolle Arbeit gemacht haben. Das ist der schönste Part überhaupt an diesem ganzen Vortrag, kann ich euch mal sagen. So, ich habe übrigens, nur weil ihr euch wundert, weil meine Stimme immer krächziger wird, das ist nicht etwa, weil ich gestern zu viel wir hier gefeiert haben. Das ist ein biometrisches Feature, weil sich diese ganzen Sprachdevices jetzt so verbreiten. Und ich habe meine Stimme wegen der biometrischen Erkennung ändern lassen. Nicht, dass ihr glaubt, ja, wir haben hier gestern gefeiert. Falls ihr übrigens gedacht habt, die Russen kommen und hacken uns Nummer, hat erst später im Jahr begonnen, so um den Trump-Hype rum. Da können wir euch den Zahn ziehen, das war nämlich ganz anders. Das ging nämlich schon im März los. Aber macht euch keine Sorgen, denn wir haben ja den Bundesnachrichtendienst. Der Artikel ist ein bisschen länger und so. Im Kern geht es natürlich um Desinformation und die Fake News-Debatte, die wir später hatten, aber den Begriff Fake News hatten wir noch nicht so.
Aber auf jeden Fall war der Vorwurf, dass die Russen Folgendes tun. Die manipulieren nämlich die Flüchtlinge, indem sie ihnen Paradies versprechen, wahrscheinlich auf Webseiten. Und deswegen brauchen wir den Bundesnachrichtendienst, denn der macht was? Auf der jeden macht Fall niemandem das Paradies versprechen. Genau, der deckt all die Lügen und Desinformationskampagnen auf. Also irgendwie so ging das. Wir hatten das nicht so ganz verstanden, wie die Logik war. Aber also jedenfalls, man setzt den unglaublich wichtigen BND gegen die Russen ein. Irgendwie so. Ist ja auch egal, denn wir haben das nur deshalb eingeblendet, weil wir damit interessant sind und auch eine neue Aufgabenstellung für uns alle entdeckt haben. Die geht nämlich so, ja, wir, übrigens zusammen mit dem BSI, was ich erst noch richtig erheitern fand, wir sollen im Netz die Gerüchte und Seiten der Trolle enttarnen. Und wir tun das sogar schon, steht da. Ich finde, das ist eine große Aufgabe. Und die, ich finde, ihr habt die seit März auch nicht alle so richtig geschafft. Habt ihr denn schon alle einen Kontaktmann beim BSI? Nee, man, welchen, müssen wir das nicht an den Geheimdienst melden? Nee, BSI steht da. Und welche? Nee, die enttarnen doch mit uns. Ja, genau, machen wir. Ich, also wir müssen auf jeden Fall darauf achten, bevor die Leute hier das Gebäude verlassen, dass wir von jedem eine Rechtfertigung einholen, was er denn dieses Jahr alles aufgedeckt hat. Ihr kriegt auf jeden Fall dann noch so den freien Mitarbeiterausweis beim BSI. Nein, das ist nicht ein freier Mitarbeiter, das ist ein Cyberware-Badge. Cyberware, aber das kommt ja erst nachher. Aber es, ist schon, es ist schon spannend, was immer für Ideen an den Chaos Computer Club reingetragen werden. Das passiert so mehrmals im Jahr, dass Leute wirklich, also letztes Jahr hatten wir das ja mit der Krisennummer. Arne Benze hat dann sehr schön auch gesagt, so ja, weil ihr das mit der Krisennummer nicht gemacht habt, gibt's jetzt die Cyberware, das habt ihr jetzt davon. Dieses Mal sollten wir jetzt irgendwie die Wahrheitswächter des Internets werden. Auch das hat irgendwie nicht geklappt. Ja, mal gucken, was sie nicht nächstes Jahr ausdenken. Also, ich meine, es könnte aber einigermaßen entertaining werden, ne, wenn wir das versuchen. Wenn wir die Trolle enttarnen? Ja, ja. Hallo, guckt ihr unsere Mitgliederzahlen an? Ja, deswegen. Ach so, du meinst, die sind? Das habe ich nicht mal gedacht. Interessant ist übrigens noch, also ihr müsst immer denken, das ist März. Und wer hier spricht, ist der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses. Patrick Sensburg heißt er. Und ich fand daran so interessant, dass er im März sagt, dass es Verbote und Blockaden auf keinen Fall geben kann und die Meinungsfreiheit in den Vordergrund stellt. Wenn man sich jetzt die Debatte ansieht, hat die sich nochmal verändert. Das ist wahrscheinlich so ein Trump-Effekt, oder? Nach den Wahlen. Die haben jetzt halt alle Angst, ne? Also, okay, es ist nur eine Sortise und einfach auch eine Aufgabenstellung für euch alle, denn ihr seid ja schließlich der CCC. Also bitte macht euch mal dran, die Trolle zu enttarnen. Findet die Trolle im Internet. Ihr wisst, wo sie sind. Die nicht. Okay. Wir haben noch ein paar, oder eigentlich zwei jetzt, zwei Beispiele für ein bisschen größere Produktionen, die sich, also wo wir uns ein bisschen Arbeit gemacht haben, aber die vor allen Dingen auch den CCC abbilden. Das ist einmal vom ZDF Info, der wirklich schöne alte Bilder zusammengetragen hat. Also wenn ZDF manchmal in ihre Archive guckt, dann findet man durchaus mehr, als man so auf YouTube finden kann über die alten Zeiten des CCC und in so eine Reportage gepackt. Das ist erst kürzlich, ich glaube im Dezember nochmal wiederholt worden. Und zum Zweiten, was ganz großartig war und glaube ich auch einen Preis bekommen hat, ne? Ach so, ja, genau. Ja, wir, Quarks und Co. hat sich dem Cyberwar gewidmet. Das ist jetzt hier natürlich ganz schön auch von der Webseite der Screenshot dargestellt, aber die haben sieben Dinge, die sie wissen sollten, haben sich sieben Cyberphänomenen gewidmet. Und unter anderem damals schon quasi noch schon dem Darknet, das war jetzt so im März, da hat Moritz Bartel so ein bisschen einfach mal gezeigt, was so Darknet ist und dass es da auch was anderes gibt als Waffen und Drogen. Thorsten Schröder und ich haben da mal eine statische und eine dynamische Analyse von Locky gemacht, diesem Ransomware-Trojaner, der zu dieser Zeit die ganzen Krankenhäuser platt gemacht hat.
und haben da so ein bisschen eigentlich in einer halbstündigen Sendung erstaunlich viel Raum bekommen, um also wirklich technische Grundlagen zu erklären, wie dieser Trojaner genau funktioniert. Und das waren, wie gesagt, jetzt zwei Beiträge von sieben in dieser Sendung. Und ich habe vor ein paar Wochen einen der Redakteure getroffen und die waren ganz stolz, dass sie dafür auch noch einen Preis bekommen haben. Und da freuen wir uns natürlich, dass so eine... Also es ist wirklich ein ganz gutes Beispiel für dafür, dass man auch komplexere Cyber-Zusammenhänge in einer halben Stunde ordentlich herunterbrechen kann. Und die hat sehr gutes Feedback bekommen. Und wir freuen uns, dass es jetzt offenbar auch die Sendezeiten dafür gibt, dass Redakteure, die das mal machen wollen, die Themen mal vernünftig aufarbeiten wollen, jenseits von Effektheischerei, dass sie diese Sendezeit auch bekommen und dass das dann eben auch von, ich weiß nicht, was für einen Preis sie da bekommen haben, dass das dann auch gewürdigt wird. Das ist eine positive Entwicklung. Wir haben ja... Ja, noch so ein Thema, wo wir dieses Jahr mal ein bisschen proaktiver versucht haben, voranzugehen, war die Frage Malware and Advertising, weil sich so ein bisschen die Situation einstellt, dass wir offenbar die einzigen sind, die darüber reden können. Weil die Medien... Nee, hat sich geändert, also am Anfang. Am Anfang war es halt so. Ja. Also worum es halt geht, ist, dass man natürlich über die Art und Weise, wie heutzutage Online-Werbung verteilt wird, in der Lage ist, Malware an Browser auszuliefern und natürlich auch relativ gezielt, so gut wie man Werbung gezielt ausliefern kann, kann man halt auch Malware darüber ausliefern. Und die Werbebranche möchte darüber eigentlich sehr ungern reden. Und da gab es halt so ein paar Vorfälle, dass also auch so ein Advertising über größere, also Malware-Advertising über größere Portale ausgeliefert wurde. Und da haben Thorsten und ich auf der Republika einen Talk zu gemacht, um mal dieses Thema so ein bisschen anzureißen und mal ein bisschen in die breitere Öffentlichkeit zu tragen. Und das hat uns seitdem eigentlich das ganze Jahr durch begleitet. Bis jetzt zu vor 4 Wochen war es, glaube ich, war ich im Kulturausschuss. Da gab es ein Expertengespräch zu diesem Thema, was tatsächlich so unter den ganzen Ausschusssitzungen dieses Jahr so mein unterhaltsamstes war. Da gab es, ich muss kurz erzählen, diese eine Geschichte. Ja, meinte dann einer von den Werbeleuten, die da auch waren, meinte so, ja, also wir liefern noch Milliarden von Bannern aus und da passiert einfach nie was und so. Und ich weiß ja nicht, in welchen dunklen Ecken des Internets Sie, Herr Rieger, sich so rumtreiben, dass Sie da Malware bekommen. Und dann konnte ich nur sagen, Spiegel Online. Weil die hatten genau dieses Problem. Und ich war sehr, sehr gut unterhalten in diesem Ausschuss. Diese Diskussion ging dann darum, ob man Adblocker verbieten soll. Ne? Also es ist halt so ein durchaus... War ungefähr dieselbe Zeit. Es ist ein bisschen später im Jahr öffentlich geworden, dass es tatsächlich eine konkrete politische Forderung geworden ist. Und zwar ein gesetzliches Verbot von Adblockern einzuführen. Genau, darum ging es halt in diesem Ausschuss. Meine persönliche Vermutung ist, das wird wohl nichts aus rein technischen Gründen, aber der Druck von Seiten der Medienhäuser, die halt irgendwie ihre Werbefelder davon schwimmen sehen, ist halt groß. Wir haben mittlerweile Adblocker-Quoten halt so zwischen 30% und 40% bei den großen Zeitungen. Und die der Kern dieser... Also nur um mal klarzustellen, welche Position wir da vertreten. Wir sagen halt, okay, jeder hat das Recht, seinen Content selber zu filtern. So Adblocking liegt halt in jedermanns Eigeninteresse und ist eine wesentliche Sicherheitsmaßnahme. Wir haben aber eigentlich kein Interesse daran, halt so diese Geschäftsmodelle, die damit verbunden werden, also halt Whitelisting-Plätze zu verkaufen in Adblockern. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Wenn die verboten werden, da haben wir halt kein Problem mit. Aber Adblocking an sich ist halt eine Sicherheitsmaßnahme, die jeder für sich anwenden kann und sollte. Und weil Frank immer in diese Anhörung geht, Frank, ich möchte eigentlich noch kurz noch was zu dem Bild sagen, bevor Frank was sagen muss. Das Bild ist, sie haben sich so ein Gimmick erlaubt. Ich meine, das ist die Republika. Und Thorsten und Frank haben eingangs, das ist genau der Moment, den ich da gescreenshottet hatte, gefragt, wie viele Leute im Publikum mit Werbung ihr Geld verdienen. Und die Hände, die ihr da seht, ich weiß nicht, ob das Bild gut genug ist, da hob halt der halbe Saal die Hand. Das fand ich zu lustig. Also die haben,
Die Republik hat halt ein bisschen anderes Publikum als der Kongress. Und die haben halt vor der Bashing, also meine konnten ja noch nicht wissen, was kommt. Die haben so ehrlicherweise die Hand gehoben. Ich fand das total, Man hörte dann noch so das eine oder andere leise Scheiße, als der Vortrag vorbei war. Frankfurt aber jetzt mal, denn er treibt sich ja immer in diesen Ausschüssen rum und kennt sich am besten mit den Adblockern aus, begründen, warum wir ein gesetzliches Verbot von Adblockern unbedingt brauchen. Adblocker-Verbot? Ja. Also einer muss das mal erklären, warum brauchen wir unser gesetzliches Verbot? Die Adblocker verhindern natürlich, dass die Medien sich finanzieren können. Ne? Das ist halt da geht es halt ganz klar darum, dass die sagen, okay, wenn die Adblocker-Quote weiter steigt, dann fällt halt die Finanzierungsmöglichkeit für die Online-Medien in sich zusammen. Sind wir dafür? Wir haben ja schon vor längerer Zeit halt mit der Kulturwertmark mal einen Gegenvorschlag gemacht, um zu sagen, okay, brauchen halt andere Modelle, wie halt Geld verteilt wird an Medien und an Kulturschaffende. Okay, wollen wir die Adblocker und den Malvertising verlassen? Ja. Also ich weiß jetzt, wollen wir die Adblocker-Blocker nochmal? Die Adblocker-Blocker? Würdigen. Ja gut, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Adblocker-Blocker gibt es jetzt überall an so diversen Medien und Zeitungen und die nächste Runde im Adblocker-Blocker-Blocker. Wettrüsten fängt jetzt gerade so an, so, also dass halt diese Blocker-Blocker-Blocker. Fangen wir dann so an mit Adblock 4 oder so, damit wir den Block nicht immer aussprechen müssen? 4.0, Adblock 4.0. Adblock 4.0. Okay. Ja, aber es ist schon ganz interessant, wie die argumentieren. Da gibt's ja jetzt auch Gerichtsverfahren oder Klagen in diesem Bereich. Also, dass jetzt eine Seite hingeht und sagt, okay, also der Nutzer geht hin, macht sich einen Adblocker. Dann macht die Seite einen Adblocker-Blocker. Dann macht der Adblocker einen Adblocker-Blocker-Blocker, damit man die Seite doch noch sehen kann ohne Werbung und umgeht damit quasi den Adblocker-Blocker. Ich kann nicht mehr folgen. Und das ist aber dann, das soll dann illegal sein. Somit haben wir jetzt auch die Gegenseite adäquat gewürdigt. Ja, wir müssen ja aber nicht alle Seiten adäquat würdigen. Hallo, ich meine, jetzt kommt der Staatstrojaner. Ich bitte dich, wir würdigen nicht alle Seiten adäquat. Ich finde, das war sehr adäquat gewürdigt. Wir haben sehr lange erwartete Urteile im April bekommen, sozusagen das zweite Staatstrojaner-Urteil. Das hängt zusammen mit dem BKA-Gesetz, was ja sowohl eine Ermächtigung für den Staatstrojaner, den sie Quellen-TKÜ nennen, also der Staatstrojaner, der nur Kommunikation, die läuft, abhören darf, und auch für die Online-Durchsuchung, also der Staatstrojaner, der die gesamte die Inhalte der Platte ausleiten darf, wenn man denn was findet. Wir haben sehr lange darauf gewartet, weil das Gesetz aus dem Jahr 2009 ist und mannigfaltige Probleme in diesem Gesetz gab. Da ging es auch um akustische Wohnraumüberwachung, um sehr viele verschiedene Ermächtigungen, die BKA da bekommen sollte. Insofern war das zweite Staatstrojaner-Urteil natürlich nur sehr teilweise mit dieser Schadsoftware beschäftigt. Aber die Debatte hatte sich natürlich seit der Veröffentlichung des Staatstrojaners durch den CCC auch verändert. Wir haben auch eine neuerliche Stellungnahme abgegeben und waren auch in einer Anhörung, die stattfand davor. Aber auch darin spielte der Trojaner selbst nicht mehr so eine bedeutende Rolle wie in dem ersten Urteil. Wir erinnern uns, in dem ersten Staatstrojaner-Urteil haben wir ja ein neues Grundrecht bekommen, das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Und hier haben sie natürlich teilweise in der Begründung des Urteils darauf aufgebaut. Wir waren natürlich über ein paar Sachen aber wir waren sehr neugierig. Zum einen, was wird rechtswidrig sein? Und zum anderen, wie gehen Sie mit der Problematik um, dass wir sehr gut zeigen konnten, dass sich diese Funktionsbeschränkung dieser sogenannten Quellen-TKÜ, nämlich auf nur laufende Kommunikation, technisch etwas schwierig machen lässt? Und natürlich auch, inwieweit die Behörden darüber sprechen werden, wie sie mit dem eigenen Aufbau ihres Staatstrojaners vorankommen. Ging ja auch darum, ob sie den Quellcode haben, ob sie selber einen Trojaner bauen, ob sie zukaufen und so weiter. Bei der Funktionsbeschränkung haben sie sich in dem Urteil auf einen interessanten Kompromiss, den ich sozusagen so auch noch nicht gelesen habe, eingelassen. Sie haben dem Fall gesagt, naja, wenn das nicht geht,
Wenn man also den Trojaner nicht funktionsbeschränken kann, dann läuft halt die Vorschrift, also die rechtliche Vorschrift ins Leere. Das fanden wir eine interessante Begründung. Im Kern ist aus meiner Sicht zumindest dieses Urteil keine Verbesserung in Bezug auf staatliche Schadsoftware, aber es ist auch keine wesentliche Verschlechterung. Selbstverständlich hat sich seitens des Bundesinnenministeriums schon vor dem Urteil eigentlich die politische Linie abgezeichnet, nämlich dass sie diese Staatsräume nach wie vor als unverzichtbar empfinden. Das haben sie bereits vor dem Urteil auch angesagt. Und im Verlauf des Jahres ist dann auch noch die Mobilversion des Staatsräumers dazugekommen, die sie jetzt auch noch wollen. Also da hat sich letztlich durch die beiden Urteile politisch wenig geändert. Das ist einfach das ist so ein Wiedergänger wie die Vorratsdatenspeicherung. Sie wollen davon nicht ab. Also lehnt sich so ein bisschen an die Debatte, die wir ja schon kurz angesprochen haben, so diese Notwendigkeit, die bei Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten gesehen wird, in die Rechner einzugehen und dafür auch eine gesetzliche Erlaubnis zu haben. Ja. Wir haben bei der Gelegenheit die alten Folien durchgesehen. Das war nämlich übrigens Vorsicht, es gibt jetzt einen optischen, möglicherweise traumatisierenden Eindruck. Wir haben nämlich damals, und zwar 2007, den Entwurf dieses BKA-Gesetzes öffentlich gemacht. Ich habe mal die alte Folie rausgesucht, die wir hier präsentiert haben. Und die ist wirklich unfassbar hässlich. Ich weiß auch nicht, was wir früher für Folien hatten. Also ich fand es ganz interessant zu sehen. Ja, das war nicht mein Design. Also nach vielen Jahren, also fast 10 Jahre Streit, haben wir dieses Urteil, was uns nicht wirklich weiterbringt. Denn beschnitten worden ist dadurch der Staatstrojaner nur sehr wenig. Aber es gibt auch positive Nachrichten, oder Linus? Ja, war das so positiv? Also wir mussten eine kleine Stellungnahme abgeben. Also das Positive war, ich bin doch noch reingekommen. Ja. Und zwar ist es. Aber dann, nicht mit dem Shirt. Das war nachher. Oh. Kommt man irgendwie so Bundestag, hallo, schönen guten Tag. Ja, Sie stehen aber nicht auf der Besucherliste. Ja. Können Sie mal kurz auf der Sachverständigenliste schaun? Du solltest dir einfach eine Krawatte kaufen. Herr Neumann, ja, und dann darf man da zu seiner Anhörung. Und dieses Mal war es in einem Gebiet, wo wir eigentlich selten gefragt werden, was ich aber umso schöner fand, dazu mal was zu sagen. Und zwar Besteuerung. Da ging es also darum, dass das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens den Einsatz von sogenannten Risikomanagementsystemen zulassen sollte bei der Prüfung von Steuererklärungen. Also es geht ungefähr so, ihr gebt eure Steuerdaten in die diebische Elster ein und dann gehen die in die Cloud. Und dann kommt dort eine künstliche Intelligenz, weil das braucht man jetzt so. Das haben sie aber da noch nicht so genannt. Also ihr müsst euch so vorstellen, in dieser Cloud lauert so eine künstliche Intelligenz. Ja. Ja. Die heißt Risikomanagementsystem. Und die soll nun, das war ja ganz interessant, nach ökonomischen Kriterien aussuchen, wer geprüft wird. Oder also es soll auch zulässig sein, dass dieses Risikomanagementsystem nach Effizienzerwägungen seine Vorschläge macht, bei wem man denn mal einen Hausbesuch machen könnte, um sich das Ganze in Papier nochmal anzuschauen. Und das ist natürlich eigentlich ganz interessant, wenn man so auf Anhieb klingt die Idee ja vielleicht gar nicht so schlecht, zu sagen, okay, dann lassen wir das lieber einen Computer machen, nur bevor irgendwelche Finanzbeamten ihre Ex-Partner terrorisieren, indem sie jedes Jahr die Steuern prüfen oder sowas, also um die Willkür ein bisschen abzubauen. Aber wenn man so eine Entscheidungsfindung quasi einem Risikomanagementsystem überlässt, dann weiß man ja nicht, ob dieses Risikomanagementsystem vielleicht nur bestimmte Muster von Unregelmäßigkeiten bei Steuererklärungen erkennt. Also wahrscheinlich wird das Risikomanagementsystem etwas besser und schneller und effizienter Leute raussuchen, die man prüfen soll und bei denen man dann auch fündig ist. Die Frage ist, ist das Risikomanagementsystem quasi darauf trainiert, auf einen bestimmten Indikator zu schauen, während es vielleicht noch andere geben kann. Und da ging es dann so ein bisschen um Algorithmen, Überlegungen, wie kann ich also das System so bauen, wenn ich das schon nutzen möchte, dass ich verhindern kann, dass es was Falsches lernt. Oder also, diskriminiert.
oder eben dann diskriminiert, also quasi dümmere Steuersünder gegenüber klügeren diskriminiert, indem die dümmeren öfter auffallen und dann die besseren quasi, ne? Also man möchte ja, dass das System quasi objektiv, reliabel und valide ist, das kann man ja noch halbwegs testen. Interessanter wird das dann, wenn man sagt, man möchte eine Nachvollziehbarkeit und auch eine Anfechtbarkeit der Entscheidung haben, denn das ist auch ein Erfordernis bei so einer Entscheidung. Ich meine, das ist eine nervende Maßnahme, wenn man eine Steuerprüfung bekommt. Und wenn die dann sagen, ja, Computer hat gesagt, wir sollen hier mal gucken, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen shady. Gleichzeitig, wenn die Entscheidung aus Willkür getroffen wird, ist es auch nicht besser. Das heißt, wir brauchen eine grundsätzliche Transparenz. Wir wollen diese Willkür verhindern. Gleichzeitig wollen wir auch eine Gleichmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit sicherstellen. Also war letztendlich die Empfehlung, diesem Risikomanagementsystem das immer gegen eine Zufallsstichprobe zu prüfen. Das heißt, man darf quasi nicht alle Entscheidungen anhand dieses Risikomanagementsystems treffen, sondern man quasi hat immer noch mal eine Zufallsstichprobe und kann dann schauen, ob das Risikomanagementsystem erstens besser ist als eine Zufallsauswahl und zweitens, ob es gegenüber der Zufallsauswahl vielleicht einen bestimmten Fokus auf bestimmte Personengruppen oder sonstiges hat. Also das Interessante an dem Punkt ist natürlich, dass es vor allem für Leute, die Geld an die Seite schaffen wollen, vielleicht geschickt wäre, dieses Risikomanagementsystem zu entwickeln. Also man könnte dann so eine kleine Bude bauen und man ist zufälligerweise eigentlich nie von einer Steuerprüfung betroffen. Ich habe im Ausschuss dann auch angeboten, dass ich ein sehr gutes Risikomanagement-System zu einem günstigen Preis anbieten könnte, das mein Risiko einer Prüfung adäquat managt. Wollten Sie aber nicht haben. Wollten Sie nicht haben. Jetzt kommt nämlich der Knüller. Und kommt noch ein Knüller, ja, beim Steuerrecht? Wenn du da reinkommst, dann gibt's einen Knüller. Du stellst dich raus, die machen das schon seit 13 Jahren und brauchten jetzt mal schnell eine rechtliche Grundlage dafür. Und das und es ist wirklich, also denkt man so, auf Anhieb würde man sagen, natürlich ist das gut, wenn die nach ökonomischen Kriterien entscheiden, weil dann gehen sie wenigstens nach den Großen, wo viel zu holen ist, und lassen die Kleinen in Ruhe. Ist aber tatsächlich, stellt das Gesetz und das Grundrecht vor mehrere Herausforderungen, weil die nämlich eigentlich unabhängig und ungeachtet der Summe ihre Aufwände da betreiben sollen. Und das ist natürlich durchaus eine lange zu diskutierende Frage ist, wo wir wahrscheinlich wissen, auf welcher Seite wir stehen. Immer schön die da oben prüfen. Da gibt's mehr zu holen, aber es ist eben nicht so einfach und da gibt's einige rechtliche Konflikte. Ich fand das eigentlich sehr interessant, an dieser Anhörung teilzunehmen. Es gab dann diese Empfehlungen, die ich da abgegeben habe, wurden dann auch zu einem Entschließungsantrag der Opposition und der wurde dann natürlich auch standesgemäß abgelehnt, wie das so ist, wenn wir in Ausschüsse des Deutschen Bundestags eingeladen werden. Also diese Frage, was ist denn eigentlich in diesen Algorithmen drin, hat das natürlich auch das ganze Jahr begleitet. Also die Überlegung, kann Diskriminierung durch Machine Learning Systeme stattfinden? Ist künstliche Intelligenz immer neutral? Welche Optimierungskriterien liegen denn diesen Systemen zugrunde? Diese Diskussion ist auch noch in vielen anderen Kontexten immer wieder hochgekommen und die wird uns auch, glaube ich, nächstes Jahr nochmal sehr intensiv weiter beschäftigen. Okay, können wir das Steuerrecht jetzt wieder verlassen? Ja, das ist, wir hatten ja, wie gesagt, mit dem eigentlichen Steuerrecht nichts zu tun. Wir wollen noch mal zurückkommen zu dem Staatstrojaner, über den wir eben schon kurz sprachen, denn im Nachbarland Österreich gibt es ein ziemlich ähnliches Problem, denn das österreichische Justizministerium wollte auch einen Staatstrojaner. Die Debatte ist relativ ähnlich in der von der inhaltlichen Art her wie in Deutschland. Auch da haben sich eine ganze Reihe von NGOs sofort auch sehr kritisch geäußert. Es war noch interessant, dass in der österreichischen Presse sehr viel über Geld noch debattiert wurde, weil die ziemlich hohen, also Millionenzahlen von Lizenzgebühren, die da in ihren offiziellen Papieren hatten, zu einer auch ökonomischen Debatte geführt hat, die ja hier in Deutschland bisher eigentlich so nicht geführt wurde. Also ob man mit der Kohle, die man in diese Schadsoftware steckt, nicht auch vielleicht was Sinnvolleres tun kann. Fand ich ganz interessant, dass es in Österreich anders lief. In Österreich geht es auch tatsächlich um das, was in Deutschland Quellen-TKÜ genannt wird, also insbesondere um eine Spionagesoftware, die laufende Kommunikation abhört.
Und der Chaos Computer Club Wien hat mit unserer Kooperation aber im Wesentlichen zu sagen, also deren Stellungnahme dort auch eine sehr lange, auch sehr viel mehr Themenbereiche als nur die reine Technik diese Staatstrojaners ansprechende Stellungnahme abgegeben. Da war der CCC Wien auch nicht alleine. Da haben sich also sehr, sehr viele Kritiker und NGOs zu Wort gemeldet. Ja, also wir waren natürlich irgendwie froh, dass wir da dazu noch irgendwie beitragen konnten, indem wir da so ein bisschen mitgeholfen haben bei der Stellungnahme. Aber letztlich hat dort die Opposition und die Zivilgesellschaft einen ganz ordentlichen Wumms entwickelt für Österreich. Okay. Wir haben jetzt beispielhaft eine Veranstaltung, die CryptoCon in Leipzig, die übrigens ein ganz wunderbares Artwork hatten, weil ich glaube, das ist auch ein gewisser Trend, der 2016 noch nicht abgerissen ist, nämlich sich nach wie vor zusammenzutun zu kleineren und größeren Veranstaltungen. Ganz viele dezentrale Clubs im CCC haben es getan und sich für Krypto-Partys zusammengefunden. Und die CryptoCon hat aber auch ein richtiges Programm und setzt sich eben mit insbesondere Fragen der Verschlüsselung auseinander. Und auch hier, wie wir das vorhin schon erwähnt haben, gibt es natürlich davon die Aufzeichnung. Also und ZapLab in Leipzig wollte sich natürlich auch nochmal bedanken beim C3VOG, die hier ordentliche Arbeit wieder geleistet haben. Aber generell das ganze Jahr in allen möglichen Erfas und Chaos-Treffs waren Krypto-Partys. Der Trend hat sich einfach fortgesetzt. Ich glaube, das ist ein gewisses Bedürfnis da, zumindest bei Teilen der Bevölkerung, sich dabei helfen zu lassen, sich selber in die Lage zu versetzen, seine Daten zu verschlüsseln. Ich glaube, das ist dieses Jahr ein bisschen, also deutlich mehr in Richtung Instant Messenger gegangen und nicht mehr nur so Mailverschlüsselung und Festplattenverschlüsselung, aber der Trend ist, glaube ich, anhaltend. Und dann werden wir gleich die nächste Veranstaltung erwähnen, die wir nicht vergessen haben und die eine der längsten Traditionen hat, die Gulasch-Programmiernacht mit diesem wunderbaren Bild, die nämlich schon seit 2002 stattfindet und auch kontinuierlich gewachsen ist. Also eine der größten Veranstaltungen sozusagen der lokalen Veranstaltung. Mittlerweile mit einem Themenspektrum, wie wir es hier auch haben, Hardware, Softwareentwicklung, Datenschutz, IT-Sicherheit, die reden auch über Netzpolitik, also das Programm ist da auch weitreichend, aber wie bei den vielen lokalen Veranstaltungen ist es eben auch so workshoppig, man kann sich ja zusammenfinden zum Basteln, also das glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, die GPN, oder? Ja, zu meiner Schande habe ich das Gulasch wieder nicht probiert. Ja, aber gut. Wir wollen uns nochmal einmal ein bisschen größerer Debatte zuwenden, die durch einen bestimmten Anlass natürlich sozusagen an Fahrt aufgenommen hat. Wir haben übrigens hier so ein typisches Hacker-Stock-Foto, die sich übrigens auch verändert haben. Das ist halt das Affigste, was ich je gesehen habe. Ich meine, die sind ja schon immer total bekloppt, die Bilder, also die Hacker-Stock-Fotos, aber diese ist besonders blöde, finde ich. Ja, aber das kann nicht echt sein, ne? Die rote Nase? Meinst du, nee, das ist gar kein echter Hacker? Kein schwarzer Hoodie, ist halt... Ach so. Keine ja, aber symbolisieren soll dieses Bild was? Das ist ein Troll. Nein, nein, Linus. Das ist ein Clown? Ist jemand, der ist mit der rechten Seite in einen blauen Farbtopf gefallen. Das ist ein cyberkrimineller Business. Was macht denn dieser mit der Nase? Der versucht Windows 10 zu updaten. Ah, deswegen ist er auch so blau geworden. Okay, wir müssen das Publikum fragen, was in aller Welt soll dieses Bild symbolisieren? Was tut dieser rotnasige... Rudolf, Rednose, Hacker! Cyberclown! Oh, Cyberclown! Nein, das ist nicht der Cyberclown. Aber der Cyberclown hat auch einen Anzug an, habe ich gelesen. Ich fand das so schwer, ich fand das voll... Du bist aber gemein. Steht doch da. Okay, auf welche Debatte wollen wir hinaus? Oh, okay, ich habe voll das falsche Bild. Also, ich weiß auch nicht, wie Sie. Also, ich weiß auch wirklich nicht, worauf du hinaus willst. So, gucke, ich weiß. Im Hintergrund ist dunkel. Ui. Und deswegen geht er ins Darknet. Genau. Und was macht er da? Hey. Was macht er im Darknet? Surfen? Also, auf dem Bildschirm sieht es gerade aus wie Solitärspielen, aber.
Nein, also diese Darknet-Debatte war dieses Jahr auch mal wieder etwas größer. Die Frage, was passiert denn da eigentlich, haben wir eigentlich so in der ersten Hälfte des Jahres eigentlich permanent gehabt. Na, wir sollten mal den Anlass erwähnen, warum das eigentlich losging. Also es gab einen Amoklauf in München. Ihr wisst, also war der Täter war weißer, deswegen war das ein Amoklauf. Kein Terror. Hat zwar noch irgendwelche Nazi-Parolen gerufen, aber das war alles ein bedauerliches Missverständnis. Klar war, der hat monatelang im Darknet versucht, eine Knarre zu kaufen. Und dauerte dann nicht lange, bis natürlich dann auch diese Debatte losging, wo man dann auf irgendwelche Darknet-Foren deutete. Kann ich immer so machen, wenn du Darknet sagst? Darfst du, ja, wenn du mich nicht unterbrichst und das einfach nur so. der hat also im Darknet versucht, eine Knarre zu kaufen und berichtete dann davon seinen Darknet-Problemen, sich eine Darknet-Knarre im Darknet zu kaufen. Und er hatte also einige Schwierigkeiten. Aber es war dann relativ klar, okay, der muss jetzt jetzt das Darknet aus dem Darknet kommen, auf einmal knarren zu uns, sonst jetzt ist das Darknet schlecht. Und da mussten wir relativ viel Aufklärungsarbeit leisten, um mal zu erklären, warum auch da wieder Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung nicht funktioniert. Und die Frage war immer so, ja, aber es muss doch irgendwie gehen, dass man das Darknet nur für legale Zwecke zur Verfügung stellt. Keiner will ja den Dissidenten die sichere Anonymität wegnehmen, aber wenn die anfangen, Knarren zu verkaufen, dann müssen wir doch was dagegen tun können. Dann könnten wir doch einzelne Server in diesem Darknet vielleicht doch finden oder einzelne Verkäufer. Und die Antwort darauf lautet natürlich, klar könnt ihr, und zwar mit klassischer Polizeiarbeit. Wie es dann auch geschehen ist, also die haben nicht mehr als eine Woche gebraucht, um den Typen, der diesem Menschen eine Waffe verkauft hat, im Darknet zu finden. Und ich würde sagen, da haben wir vielleicht auch den entscheidenden Tipp gegeben. Denn wenn man eine Warentransaktion machen möchte, na, dann muss man die ja trotzdem, die kann man ja nicht runterladen, die Pistole. Man muss ja dann trotzdem sich irgendwie treffen. Man muss die verschicken, man muss eine Geldtransaktion machen. Und auch dieser Darknet-Waffenhandel hat dann am Ende darauf basiert, dass man sich persönlich getroffen hat. Interessanterweise möchte ich festhalten, dass sie genau deshalb, weil der Typ das im Darknet gemacht hat, überhaupt an den Händler gekommen sind. Wenn der wie jeder andere normale illegale Waffenkäufer sich die in einer Shady-Kneipe von ein paar Kriminellen gekauft hätte, dann hätten die niemals die Gelegenheit gehabt, diese Angebote im Internet zu finden, die Suchberichte dieser Typ im Internet gepostet hat und dann eben die Möglichkeit gehabt, bei dem gleichen, der ihm da mal empfohlen wurde, einen Testkauf zu machen und den dann quasi auf frischer Tat zu ertappen. Das heißt, letztendlich hat das Darknet hier geholfen, mit klassischer Polizeiarbeit, diesen Waffenhändler dingfest zu machen, im Gegensatz zu einem Waffenhändler, der vielleicht irgendwo auf anderen Kanälen handeln würde, wie zum Beispiel diese Webseite, die in letzter Zeit in den Medien war, wo ein Mensch aus Ungarn bestimmte Waffen importiert in die EU, also von Ungarn auf Umwegen nach Deutschland verkauft, die dort frei verkäuflich sind, in Deutschland verboten. Die werden also mit frei erhältlicher Schreckschussmunition geladen und dann werden aber Projektile davor gesetzt und die werden hier zum Einsatz gegen Migranten und Antifaschisten frei über Online-Shops in Deutschland angeboten. Also ich meine, solange wir solche Probleme nicht gelöst kriegen, der Typ, der diese Seite betreibt, ist sogar namentlich bekannt, das steht auch irgendwie im Impressum, wer das ist, gegen den können die nichts unternehmen, aber jetzt wollen sie uns das Darknet wegnehmen, obwohl es ihnen so schön geholfen hat, diesen Waffenhändler zu bekommen. Wir sehen da jetzt mal wieder so eine Debatte, die einfach nicht an den Ursachen des Problems orientiert ist, sondern die einfach so ein bisschen, okay, da ist wieder was, da ist ein Wort, da können wir jetzt draufhauen, da können wir irgendwie mehr Überwachung fordern, da können wir mehr polizeiliche Befugnisse fordern. Letztendlich hat das zwar überhaupt nichts mit dem zugrunde liegenden Problem zu tun, aber wir hauen einfach mal drauf. Und das ist irgendwie so ein bisschen der frustrierende Teil der CCC-Pressearbeit, sowas immer wieder erklären zu müssen. Letztendlich, was ja im Darknet passiert, noch eine kurze Anmerkung. Diese Anonymität für Verkäufer und Käufer, die ja jetzt irgendwie immer so, ja, das kann doch nicht sein, dass da anonyme Transaktionen stattfinden.
Die ist ja auch ein riesiges Problem für beide Beteiligten, weil der Verkäufer nicht weiß, ob er gerade mit einem Polizisten redet und der Käufer nicht weiß, ob er gerade mit einem Polizisten redet. Dread Pirate Roberts kann darüber ein langes, trauriges Lied singen. Der Betreiber von The Silk Road oder der als Betreiber von Silk Road beschuldigte Mensch, der jetzt im Knast sitzt, der Waffenhändler, also die Lockangebote, die dort im Darknet getätigt werden von Strafverfolgungsbehörden, sind eben auch für Käufer ein relativ großes Risiko. Und insofern denke ich, ist das ein Marktplatz, der eben anderen Risiken ausgesetzt ist, aber der jetzt nicht unbedingt, es ist einfach unsinnig, jetzt diese Anonymisierungstechnologien kaputt zu machen, weil es irgendwie ein paar Irre gibt, die da Sachen machen, die andere im freien Internet genauso machen. Wobei man kurz noch ergänzen sollte, dass diese Webseite Migrantenschreck hatte dann zwischendurch irgendwann auch dieses Jahr einen kleinen Datenreichtum, der dazu führte, dass Pressevertreter die Datenbank irgendwo herbekamen von den Käufern und dann auch Krebs Jemann war es, glaube ich, erst losgegangen und hat die dann auch mal besucht zu Hause und sie gefragt, warum sie denn bei so einer Nazi-Seite da bestellen. Eigentlich nimmt sich's nicht so viel, ob jetzt irgendwie Darknet oder nicht Darknet, ne? Und das Problem, also ich denke, das Kernargument war an der Stelle eben auch, die Waffen gab es schon sehr viel früher. Den illegalen Waffenhandel hat die Menschheit nicht erst nach dem Darknet entdeckt. Und abseits des Darknets floriert er um einiges mehr als im Darknet. Und da wäre es halt schön, die Debatte mal am Kern des Problems zu halten. Ich will, glaube ich, nur zwei allgemeine Sachen noch dazu sagen. Und eine ist, wir haben hier, zu meiner Überraschung eigentlich, wir haben hier wieder sehr viel erklärt werden müssen. Also die Frage, was eigentlich Darknet ist, auf einem Level, was ich zumindest nicht erwartet hätte, 2016. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube nicht, dass wir wirklich durchgedrungen sind mit der Argumentation, die Linus gerade brachte. Mein Eindruck war, dass hier sozusagen die öffentliche Meinung, wenn man mal über so die deutsche Berichterstattung insgesamt blickt, nicht wirklich gekippt ist. Da kamen auch wieder Bilder, die den Missbrauch vor Kindern zeigen, da kam Drogenhandel, da war sozusagen gleich wieder alles da. Also mein Eindruck war, dass man die Debatte nur in Teilen überhaupt kippen konnte und dass sie auf technisch sehr niedrigem Niveau geführt wurde. Ich glaube, der Begriff des Darknets, der ist ja sehr griffig, da können sich irgendwie alle was ganz Schlimmes drunter vorstellen und die Nicht-Definierung, was damit eigentlich gemeint ist, hat die Debatte für uns sehr schwer gemacht, fand ich. Also was mir in der ganzen Debatte extrem aufgefallen ist, ich habe versucht, diesen Begriff Darknet auch zu erklären und auch von diesem Begriff wegzubekommen und zu erklären, dass es ja eigentlich um dieses Tor-Netzwerk geht, wo da sowas passiert und dass da gar nichts dunkel ist. Das große Problem ist, man redet mit Journalisten und die legen einem trotzdem wieder den Begriff Darknet in den Mund, weil sonst keiner versteht. Und das ist eigentlich sehr bitter, weil wir reden hier über eine Technologie, die für viele Menschen extrem wichtig ist und wie wichtig dieses Netzwerk eigentlich ist für viele Menschen auf der Welt, geht verloren dadurch, dass da ein Begriff drüber gestülpt wird, der eigentlich gar nicht passt. Und in diesem Netzwerk ist nichts dunkel. Und klar ist das eigentlich ein Begriff, der irgendwie in der IT rumgeistert, aber es ist nichts Böses. Und jeder Mensch, der dieses Netzwerk nutzt, macht es besser. Und wir sollten das alle tun und auch alle anderen Menschen da draußen sollten das tun. Und wenn ihr mal Spaß habt oder haben wollt und euch jemand mal wieder fragt, was eigentlich der Darknet ist, ich hatte so eine lange 20-minütige Diskussion mit einem Journalisten über die Frage, ob Facebook ein Darknet ist, weil Facebook hat eine Onion-Adresse. Und lasst euch einfach mal darauf ein, auch technisch, war eine sehr, sehr interessante, also die Abgrenzung, da kann man sich lange drüber streiten, also wenn ihr mal Lust habt. Aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Arbeit da zwar mühselig war, aber auch von sehr großem Erfolg, weil eine der ersten Äußerungen, ich glube, des BKA-Chefs war ja dann, nein, wir wollen das nicht verbieten, aber wir wollen davor warnen, dass sich da jeder Knarren kaufen kann und Drogen. Geile Werbung natürlich auch für die entsprechenden Anbieter. Aber ich glaube, wir haben da schon durch eine relativ frühe Präsenz in den Medien die Debatte zumindest mal in eine halbwegs vernünftige Richtung dann doch lenken können. Also ein Darknet-Verbot wird weiterhin nur in China diskutiert und das ist, glaube ich, auch ganz, das ist schon traurig genug.
Könnten wir bei der Gelegenheit natürlich daran erinnern, dass ihr auch alle Internet habt und euch an den Debatten natürlich immer beteiligen sollt. Ja, das ist ja, also ich finde, die Meinung kippt ja auch immer durch dadurch, wie Leute sich beteiligen an den Debatten und so. Ja, also ist auch ein Aufruf an euch. Wir haben eigentlich aus einem ziemlich unglücklichen Anlass uns in einer Pressemitteilung, da waren wir aber nicht alleine als NGO, für die Begnadigung von unserem Ehrenmitglied eingesetzt. Ja, Bradley, Chelsea Manning, ich, das ist alles wild, hatte im Juli einen Suizidversuch begangen, dein Computer ist, glaube ich, gerade aus, einen Suizidversuch begangen und sollte dafür bestraft werden, weil das darf man nicht, wenn man im Militärknast ist, da ist Suizid verboten und deswegen kriegt man dafür eine Strafe und das sollte eine zeitlich unbegrenzte Isolationshaft sein. Und ich denke, das ist schon sehr bedrückend, sich vor Augen zu führen, wie mit diesen Menschen dort umgegangen wird. Wenn man sich mal schaut, das ist jetzt 3 Jahre her, August 2013, wurde sie zu 35 Jahren Militärhaft verurteilt für im Prinzip das Aufdecken von Kriegsverbrechen des US-Militärs und ein paar diplomatischen Cables, die auf WikiLeaks veröffentlicht wurden. Und das Exempel, was an diesen Menschen statuiert wird, mit Isolationshaft, die eben nach internationalen Konventionen Folter ist, ja, die deren Haftbedingungen regelmäßig kritisiert werden. Mich macht das gerade ein bisschen nervös, Entschuldigung. Ich kann nichts daran tun, ich fasse nichts an. Also das, wie mit dieser Person umgegangen wird, kritisieren wir aufs Schärfste und fordern die sofortige Begnadigung, weil sie einfach mit dem, was sie getan hat, glaube ich, einen sehr großen Dienst der Welt erwiesen hat. Und ich denke, das ist auch offensichtlich. Und Barack Obama hat ja nur noch wenig Zeit und gerade jetzt in dieser Zeit, in der er der Lame Duck President ist, fordern das natürlich auch noch viele andere NGOs und wir unterstützen das vorbehaltlos und haben dann noch ein paar andere Leute, die er vielleicht noch schnell begnadigen könnte. Ja, wollen wir das vielleicht kurz klären, damit das Geblinke aufhört? Also vielleicht kann mir jemand sagen, ob es bei uns ist oder bei euch? Ich kann ja mal den Test machen, ja? Have you tried turning it on and off again? Ich glaube, es liegt nicht an uns. Oh. Zieh mal einmal. Vielleicht doch. Einfach mal wieder anstecken. Gucken wir mal. Einfach nochmal ran. Ja. Okay, wollen wir. Ich wollte übrigens mal kurz hier Kritik loswerden. Es wird hier schon getwittert. Also es fällt, glaube ich, auf, dass wir nicht ganz so wach sind. Und es wird schon irgendwie getwittert, 3 müde Engel für Cons. Aber uns mal hier eine Mate hochzubringen, auf die Idee kommt natürlich keiner, ne? Okay, ihr müsst einfach ohne mich weitermachen. Go ahead, ihr schafft das. Ja, können wir eine neue Folie sehen, oder? Nee. Aber guck mal, das steckte gerade gar nicht dran und trotzdem hat es geblinkt. Oh, vielen, vielen Dank. Das ist doch hier löblich. Vielen, vielen Dank. Tja, da können wir uns auch bei der Gelegenheit gleich nochmal bedanken bei den ganzen Technikengeln, die hier immer rocken. Ja, wir sind noch nicht fertig mit dem Staatsrührer, ja. Denn wir haben eine Gelegenheit benutzt, auch das Urteil nochmal zu reflektieren. Wir schreiben irgendwie Stellungnahme immer in brütender Hitze, keine Ahnung wieso. Da ging es um einen Beschluss der Justizministerkonferenz, die ja nochmal betont hat, dass sie auch nach dem Urteil aus Karlsruhe eine gesetzliche Grundlage schaffen wollen. Und zwar über die bestehenden gesetzlichen Grundlagen hinaus. Und da hatte uns der Landtag, also namentlich die Opposition,
der Linken gefragt, ob wir dazu eine technische Stellungnahme abgeben würden, was wir getan haben, wo wir auch das Urteil nochmal reflektiert haben, und zwar im Speziellen zur Quellen-TKÜ, also zu dem Staatstrojaner, der nur laufende Kommunikation abhören soll. Wie alle Stellungnahmen, über die wir hier bisher gesprochen haben, ist bei uns eine Regel, die findet man immer auch auf ccc.de. Das haben wir in den Jahren so beibehalten und wollen wir auch in Zukunft so machen. Mir ist ein bisschen was aufgefallen bei der Gelegenheit, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Ich habe gestern noch mal kurz, ich wollte mir den Beschluss der Justizministerkonferenz noch mal durchlesen. Und die haben eine Webseite, denn das war im brandenburgischen Nauen. Die Justizministerkonferenz wechselt immer in verschiedenen Städten. Und so habe ich auf die Webseite nachts um fünf, also das Screenshot ist von nachts um fünf. Und die Webseite sieht so aus. Das ist die komplette Webseite, Ende der Durchsage. Das ist das Justizministerium von Brandenburg. Ich fand erst dachte ich irgendwann, ist hier was mit meinem Gehirn? Bin ich in der Matrix abgebogen? Hattest du da zufällig einen Adblocker an oder so? Ich könnt ja gerne jetzt mal nachgucken, deswegen habe ich euch die Uhr eingeblendet. Ich dachte jedenfalls so gestern Abend, entweder ist mit mir was faul oder ist das irgendwie so, wollen die uns was sagen? Nein, das ist ein Statement. Justiz funktioniert am besten, wenn man viel Kameras hat. Also da drüben ist da so ein bisschen mehr Animation, aber ich glaube, du hast sie genau in dem Augenblick erwischt, wo sie die Umstellung auf Ministerium für Wahrheit und Liebe gerade durchgeführt haben. Ja, das Justizministerium in Brandenburg. Da ist übrigens noch ein kleines Gimmick. Ihr seht so einen kleinen grauen Pfeil auf der anderen Seite, also da, wo im Prinzip die Kamera hinguckt, ne? Das heute offenbar eine Funktionalität. Ich hab's einmal raufgeklickt. Hat die sich nach der Maus immer gerichtet? So. Nee! Mann, ey, die haben auch einfach keinen Humor, ne? Ja, das haben wir seit den 80er Jahren. Also versucht doch mal bitte auf den Pfeil zu klicken, der da ist, falls jemand von euch gerade offen hat. Also bei mir hat das jedenfalls keine Funktionalität. Der bleibt immer stehen und die Kamera blieb da stehen. Naja, anyway. Also das ist nur ein kleiner, wir machen mal weiter. Und zwar mit einer Aktion, die wir gestartet haben, eigentlich so ein bisschen aus der Kalten, über die Nexus mal reden wird. Jetzt war ich gerade mit der Seite des Justizministeriums beschäftigt. gibt da, man hört, es gibt da draußen so Secure Messenger. Ja. Secure Messenger. Das passiert zwischendurch mal, dass man dann auch über neue Angebote stolpert, weil das muss ja alles immer viel einfacher werden und viel besser und viel bunter. Und ich glaube, der bunteste Messenger dieses Jahr war, glaube ich, Babcon, die innerhalb von zwei Wochen. Wieso sagst du Babcon? Ist das nicht Bubcon? Batcon, Babcon, Bubicon, wie auch immer. Bubicon, wir haben uns doch darauf geeinigt, oder? Oder Bubcon, wie auch immer. Auf jeden Fall. Befinden sich Bubcon-Nutzer? Ich will niemanden beleidigen. Also, oder? Kennt jemand einen? Da stehen Leute auf. Und gehen, weil sie von der Frage beleidigt sind. Naja, auf jeden Fall ist das ein kleines Startup. Die haben sich irgendwie auf die Fahne geschrieben, sie wollen den nächsten neuen deutschen Made in Germany Secure supersichere Messenger bauen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und allem, was dazugehört. Zwei Wochen nachdem deren Angebot online war, habe ich mich erdreistet, mir das mal anzugucken und habe mir einfach diesen Messenger mal installiert, ausgepackt und habe mal so ein bisschen reingeguckt, was die da so machen, weil ist ja alles Android, kann man schön Java auspacken, dekompilieren. Und ich habe da irgendwie keine Verschlüsselung gefunden. Das hat mir ein bisschen Sorge gemacht. Ich habe schon an meinen Künsten gezweifelt, diesen Code zu lesen. Er war auch nicht gut lesbar, weil dafür waren 100 andere Frameworks da drin, was man halt so zusammenstampft. Worauf ich mir dann gedacht habe, naja, nimmst du dir mal so ein HTTPS-Proxy, guckst mal, was da so kommuniziert wird. Letztendlich war das so ein Konstrukt aus einem iJabber-D, den man da so drunter gefrickelt hat unter so ein Web-Framework mit SSL-Zertifikaten, die auf inklusive Private Key auf GitHub zu finden waren. Immerhin gut dokumentiert sozusagen. Immerhin geht der Key nicht verloren. Naja, es ging ja weiter, dass tatsächlich die Authentifizierung, also man hat sich ja mit seiner Handynummer da angemeldet, einfach per HTTP ging, weil SSL für HTTP-Server ist halt schwierig mit Android, weil das prüft halt die Zertifikate und dann passt das wieder alles nicht.
Naja, dann war eigentlich relativ zügig klar, dass man so die Authentifizierung da abgreifen kann. Dann habe ich so ein bisschen da noch drin rumgewühlt und habe mir dann so die Jabber-Kommunikation angeguckt, habe mal so eine Nachricht geschrieben und die konnte man halt schön im Plaintext lesen. Weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung war ein kaputtes SSL-Zertifikat von GitHub. Was dann so ein bisschen dazu führte, dass die Leute nicht ganz glücklich waren und mittlerweile haben sie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und zwar war es, als ich da mal drauf geguckt habe, so, dass sie vor jeder Nachricht immer so verschickt die Gegenseite gefragt haben, ja, gib mir mal deinen Key. Braucht man, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Also ich glaube, das, was man daraus lernen sollte, man sollte nicht jedem Messenger, der schön bunt ist, vertrauen, dass sie auch wirklich das tun oder was sie vorgeben. Wir haben dazu keine Pressemitteilung oder so gemacht. Also Nexus hat da eigentlich nur mit technischen Informationen eine Webseite gemacht eigentlich, ne? Aber ja, sorry, aber ja, war also eigentlich nicht wert. Wir haben manchmal mittlerweile das Phänomen, also wir müssen halt auch immer gucken, der CCC-Hammer ist halt auch ein großer, also war eigentlich fast ein bisschen gemein. Naja, also dadurch, dass sie exzessiv Werbung in der Presse machen und den Leuten da Sachen versprechen und dafür auch noch Geld haben wollen und innerhalb von 2 Wochen irgendwie auf 500 User gekommen sind. Ich meine, das ist dann irgendwas, was so exponentiell anfängt. Und wenn die Leute erstmal da sind, wir sehen das bei WhatsApp, wenn die Leute erstmal da sind, gehen die dann nicht wieder weg. Und das ist echt gruselig. Na gut, also und gegen möchtest die du erzählen, woher du die genaue Nutzerzahl weißt? Irgendwie lassen wir das. Irgendjemand hat meinen Artikel wohl etwas besser gelesen und hat dann angefangen, eJabber.de, Web-Authentifizierung, und hat angefangen, die Telefonnummern zu crawlen, also einfach den deutschen Rufnummernbereich durchprobiert und dann sich wohl einen Spaß erlaubt, die ganzen Nutzer mal anzuschreiben, über den Zustand zu informieren, dass die... Das war dann auch sehr viel effizienter als ein Blogpost. Das halt Telefonnummer und vor allem auch Geburtsdatum, weil da ist so ein toller Geburtstagserinnerungsfunktion drin, jetzt bekannt sind. Interessanterweise, ich habe ein bisschen versucht, den Fallout nachher mal zu recherchieren, so 2 Wochen später. Es war mir leider absolut unmöglich, weil die ganze Diskussion hat in dieser Facebook-Parallelwelt stattgefunden. Und ich hoffe, dass es hier einige Menschen gibt, denen das auch so geht wie mir. Wer nämlich nicht permanent eingeloggt ist, kann dort eigentlich nichts mehr lesen, weil das Overlay, was die da jetzt drüber packen, ist so groß und störend und wird übrigens auch von Adblockern nicht blockiert, dass man eigentlich sozusagen die Diskussion, wenn die sich dann auf Facebook abspielt, als Nicht-Facebook-Klicker nicht mehr nachvollziehen kann. Fand ich, vielleicht klicke ich zu selten dahin, aber für mich war das eine neue Erfahrung. Ich habe gerade SMS gekriegt, also es gibt so die Aussage, dass jetzt mittlerweile Nutzer, 15.000 Nutzer so, also es gibt immer noch Leute, die... Alle bei Facebook. Das ist so ein Universum. Bei Babcon, da sind jetzt mittlerweile so 15.000 Downloads, also das geht noch weiter. Mal gucken, wann das nächste Welle kommt. Okay, wir schließen mal den Bubcon-Kapitel, wir schließen, glaube ich, prinzipiell ab, oder? Ja. Und wenn uns einem Projekt des CCC zu, was wieder eher so ein konstruktives Element hat, wir sind ja da immer ein bisschen vorsichtig, wenn wir versuchen, konstruktive Ideen umzusetzen in die Tat, aber dieses ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, nämlich der Abmahnbeantworter, den wir im August vorgestellt haben. Und wir wollen hier gar nicht so sehr viel dazu sagen. Zum einen, weil ja der Vortrag von Erdgeist und Bea schon war. Das Video ist, glaube ich, auch schon online, habe ich gesehen. Könnt ihr euch also gerne ansehen, wo sie nicht nur was zu dem Abmahnbeantworter sagen, sondern auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, was seitdem passiert ist. Das ist eine Kooperation zwischen dem CCC und den Freifunkern. Weil da hat sich ja auch tierisch viel getan in dem Jahr. Da könnte man eigentlich auch noch mal eine Menge zu sagen, weil sich ja doch relativ viele Leute im CCC auch im Freifunk engagieren. Aber ich glaube, der Abmahnbeantworter wird uns mehr als dieses Jahr beschäftigen, weil wir das als Langfristprojekt angelegt haben und darauf sicherlich auch in den nächsten Jahren noch mal zurückkommen. Wer das noch gar nicht kennt, wir werden jetzt nicht weiter vorstellen, weil man kann sich ja das Video holen, der kann da hinklicken und dann erklärt, ist es, glaube ich, sehr gut, wer im August vielleicht irgendwie im Urlaub war und die Berichterstattung nicht mitbekommen hat. Okay. Wir wollen noch kurz
die Meta rein mein Chaos jetzt ansprechen, insbesondere deshalb, weil die so ein cooles Design hatten und die Folie verschönert und weil die auch schon sehr lange gibt und die sich ebenso wie die GPN auch vergrößert haben. Die kooperieren immer mit der Hochschule Darmstadt. Ja, die fallen vor allem irgendwie, also echt immer durch coole Designideen auf, die dann so spaßig weitergespielt werden. Ne? Ich fand diese Großbaustelle irgendwie schon geil, jetzt irgendwie Diagnose kritisch und dann alles so in den Aufklebern irgendwie so schöne Anleihen aus dem Medizin- und Seuchenbereich. Das ist echt ein schönes, gelungenes Design und Motto, was da so umgesetzt wurde. Die MRMC, die unterscheiden sich immer so ein bisschen von anderen lokalen Veranstaltungen, weil der Fokus ein bisschen mehr auf der IT-Sicherheit liegt, so im Vergleich zu den anderen Veranstaltungen. Also es lohnt sich jedenfalls auf jeden Fall mal nach Darmstadt zu fahren. Gibt's ja dieses Jahr und jetzt schon seit über 10 Jahren. Genau. Dann kommen wir zu einer weiteren Stellungnahme, die wir geschrieben haben. Ja, da ist sie. Und zwar ging es da um die Transparenz im Verbrauchermarkt und neue Regelungen, die die Telekommunikationsanbieter binden soll. Ja, also da waren sie wieder alle überrascht, dass der CCC wieder kam und meckerte. Also es ging darum, bei dieser Anhörung oder bei der vorgeschlagenen Richtlinie, um die es da, glaube ich, ging, dass man mehr Transparenz im Telekommunikationsmarkt dahingehend schafft, dass die Anbieter so ein Produktinformationsblatt haben müssen, wo drin steht, welchen Leistungsrahmen sie bereitstellen. Also insbesondere und, Traffic, also Upload, Download. Und dann war das aber auch schon zu Ende. Und wir haben dann Alexander Lefmann ist dorthin gegangen, übrigens ein Vertreter des CCC NOC. Ist natürlich klar, dass man zu solchen Fragen Netzwerkspezialisten bereitstellt als Club. Und der hat sich dann so ein bisschen angeschaut und sagte, ja okay, also erstens mal müsste man überhaupt mal einheitlich klarstellen, wie dieses Produktinformationsblatt überhaupt aussehen soll und welche Vergleichswerte die Anbieter dort angeben müssen, damit man überhaupt die Anbieter untereinander vergleichen kann und sich einen auswählen kann. Zweitens muss es eine unabhängige Möglichkeit geben, diese Qualität auch zu messen und zu vergleichen. Und natürlich das Wichtigste an der Stelle, der Verbraucher muss ja auch irgendeine Konsequenz daraus ziehen können, wenn diese Werte nicht erreicht werden. Und zwar natürlich ein Sonderkündigungsrecht könnten wir uns da vorstellen. Und weiterhin hätten wir in diesem Produktinformationsblatt und zum Schutz der Verbraucher natürlich auch mal gerne ein bisschen Transparenz bei automatischen Vertragsverlängerungen. Denn das, was den Wettbewerb im Kommunikationsmarkt ja im Telekommunikationsmarkt so verhindert, sind einfach diese 2-Jahres-Bindungen. Ja, und dann hat man nach 2 Jahren vergessen, dass man noch kündigen wollte und zack ist man 4 Jahre in dem Vertrag mit mangelhafter Leistung gefangen. Ich bin jetzt seit 14 Jahren, glaube ich, im Mobilfunkvertrag mit mangelhafter Leistung und komme da nicht raus. Ich würde mir durchaus wünschen, dass ich so eine SMS kriege, übrigens kündigen jetzt. Nein, aber es ging ja einfach mal darum, diese Verbraucherrechte können ja nicht nur auf Informationen beruhen, sondern müssen eben auch darauf beruhen, dass man Konsequenzen daraus ziehen kann. Und vor allem diese anbieterbasierten Messungen, wo der Anbieter sagt, ja, hier kannst du deine Leitungsgeschwindigkeit prüfen. Magischerweise kommt genau das raus, was an deinem Vertrag drinsteht. Das liegt aber nicht daran, dass unser Geschwindigkeitsmesser an die Kundendatenbank gebunden ist und genau weiß, was er anzeigen muss. Nein, damit hat das nichts zu tun. Das ist eine unabhängige Messung bis zum ersten Hop. Interessant ist aber natürlich das, was die Leute wirklich besuchen. Was ist das, was sie sehen? Ja, was ist der Rest des Internets? Und es kann ja nicht alles nur bis zu sein, sondern es wäre ja auch mal schön, wenn wir dieses bis zu irgendwann auch mal erreichen. Und dann waren sie ganz entsetzt, dass sie dachten, Mensch, der Chaos Computer Club, die finden auch wirklich immer was, da müssen wir uns überlegen, ob wir die nochmal einladen. Aber werden sie bestimmt machen. Ja. Das war das mit dem Shirt. Linus hatte ein inadäquates Shirt an in der Bundestagsanhörung. Ja, was also war dann darauf? Also Alexander Lefmann war der Sachverständige und ich bin natürlich hingegangen als Fanboy und hatte dann ein Shirt an. Kannst du ruhig zeigen? Also hast du das nicht auf den Folien? Nee, hab ich nicht. Entschuldigung, ich hab hier Hattest du ein Foto davon? Ja. Also ich hatte ein T-Shirt an, auf dem groß ein Abgrund von Landesverrat steht. Das waren die Hoodie-Serie, die wir für Netzpolitik.org gemacht haben im Rahmen der Landesverratsaffäre.
Und es gab dann so skeptische Blicke am Einlass und dann wurde halt die Bundestagspolizei gerufen und dann... dann habe ich eine kurze Gefährderansprache bekommen und wir haben uns dann im Namen des Friedens darauf geeinigt, dass es im Hause ja sowieso warm genug ist, dass ich diesen Hoodie gar nicht tragen muss und dann auch problemlos zu der Anhörung darf. Klingt ein bisschen verrückt, aber man muss kurz sagen, die denken sich da was bei, dass sie sagen, okay, sie wollen keinerlei Demonstrations- und politische Aussagen im Publikum, im Parlament. Und ich glaube, man könnte sich vorstellen, wie das im Bundestag aussähe, wenn sie diese Regel nicht hätten. Wenn dann da die ganze Zeit irgendwie Pyro und Transparente irgendwie... wir haben ja gestern einen sehr schönen Vortrag über Parlamentsschlägereien gehabt, was so ein bisschen zeigt, wenn man da nichts für Ordnung sorgt. Mit dem Hoodie, ja, sie waren nett und freundlich und wir haben uns da gütlich geeinigt und ich kann auf jeden Fall verstehen, dass sie da eine klare Linie fahren, dass man eben keine politischen Äußerungen in den Besucherrängen haben möchte, weil die politischen Äußerungen im Parlament ja schon selten genug sind und auf die muss man sich ja dann auch konzentrieren können. Ja, im Oktober war dann noch so als Jahresendveranstaltung, ach nee, da gibt es noch den Kongress, das Hackover, auch dieses Jahr wieder ausverkauft. Wir haben da so ein bisschen auch das Problem, genau wie der Kongress, dass wir nicht so richtig wachsen können, ohne das Gebäude zu verlassen. In der internationalen Messestadt, oder? Genau, in der internationalen Messestadt, passend als Global Conference für B2B. Wir haben uns dort auch dann schon unterhalten. Nicht alle haben sich an den Dresscode, also Anzug, gehalten. War eigentlich ein cooles Event. Passieren immer irgendwie merkwürdige Dinge, wie zum Beispiel, dass der Fahrstuhl leider nicht nutzbar war, weil sich dort Menschen häuslich niedergelassen hatten. Die hatten sich dann Tisch reingerückt und ein paar Stühle. Und immer wenn man versuchte einzusteigen, also eine Person passte theoretisch noch, man musste halt auf dem Tisch sitzen. Welche Ideen sind denn auf dem Hackover so entstanden? Ne, das war so in der Zeit, wo ich gerade einen Job gewechselt habe und jetzt Pendler bin. Also das war so kurz bevor ich angefangen habe, Bahn zu fahren. Du bist sehr viel Bahn gefahren, ne? Ne, das war so ein kleiner Unfall. Das war auch so ein Drive-by eigentlich, so wie die Geschichte vorhin. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja, ja. Ja. Also das war so eine Geschichte, man steigt halt in den Zug ein, klappt sein Notebook auf und guckt mal, was der Wirechart so sagt. Und nach dreimal Klicken sieht man halt Dinge, schreibt das mal zusammen und am nächsten Tag wacht man auf und ist irgendwie bei Google nach Bahn WLAN direkt der zweite Treffer. Hat ein bisschen Impact gegeben, weil dieses Bahn WLAN halt irgendwie nur zusammengefrickelt ist. Also ehrlich gesagt, hat sich dann rausgestellt, die haben das eigentlich nur eingekauft. Betrifft eigentlich nicht nur die Deutsche Bahn, sondern irgendwie Bahnunternehmen weltweit. Also zumindest bekam ich dann irgendwann Mails aus unter anderem Schweden, Tschechien, UK. Und das Lustige an der Sache ist, dass die Deutsche Bahn es tatsächlich geschafft hat, innerhalb von wenigen Stunden diese Seiten oder diese Endpoints, die das betroffen hat, zuzukleistern und dabei auch noch Dinge wie einen offenen SNMP-Port abgestellt hat. Und ich habe auch irgendwann aufgehört zu suchen. Das war so lästig, weil egal, wo man hingeguckt hat, bröckelt das Ding auseinander. Wer mal Bahn fährt, kann mal versuchen, eine IP-Adresse zu Trace-Routen, die es nicht gibt. Dann sieht man, dass die Pakete wunderbar im Kreis fließen. Also die sind weit davon weg, einen WLAN zu bauen, was funktioniert. Das ist halt so, wenn irgendein Termindruck besteht, man die Techniker eigentlich nicht hat und irgendwelche Buden damit beschäftigt, die es einfach nicht können. Wir müssen zugeben, wir haben für ja die schriftliche Analyse, die Nexus geschrieben hatte, wir sind ja nicht auf die Idee gekommen, eine Pressemitteilung zu machen. Also das hat sich natürlich als ausgesprochen falsch herausgestellt. Was natürlich auch mal bedeutet, dass wenn wir das nicht tun und die Presse dann Anfragen stellt, wir sehr viel mehr Arbeit haben, weil wir ja nicht schriftlich jetzt erklärt haben, sozusagen in dem Sinne einer Pressemitteilung. Insofern waren wir von dem Rummel doch relativ überrannt. Also so grundsätzlich war es halt eigentlich so, dass wir eigentlich dachten, so naja gut, so Sicherheitslücken hier und da.
ist mittlerweile so normal und so ja allgegenwärtig geworden, dass man da jetzt irgendwie nicht noch extra eine CCC-Pressemitteilung draus machen muss, so, weil ist ja nun, naja, das sozusagen das Normale. Stellt sich aber raus, dass tatsächlich, wenn es Sachen sind, die halt von vielen Leuten benutzt werden oder potenziell von vielen Leuten benutzt werden, dass das Presseinteresse daran dann doch immer noch sehr groß ist. Ja, aber komm, ich meine, Nexus ist da eine halbe Stunde Bahn gefahren. Wir wollen Gegner, keine Opfer. Also vielleicht außerdem, ein Aspekt, den mir auch nachher erst bewusst geworden ist. Dieses Projekt, das ist kein Spielzeug. Die haben über 100 Millionen Euro dafür in die Hand genommen und kriegen sowas. Aber der Punkt ist, es ist alles gar nicht so schlimm, weil Abhilfe naht. Nämlich... Ja, das war dann auch eine Spitzenidee. Wer hatte die eigentlich? Das war das BSI, ne? Also das BSI hatte das BSI. Das BMI? Die haben sich überlegt, naja, okay, also irgendwo brauchen wir ja, irgendwie müssen wir ja mit dem ganzen Cyber klar werden. Und haben wir da irgendwie Kompetenz für so? Mal gucken, eigentlich nicht. Und wenn wir schon keine Notfallnummer kriegen, ne? Genau, wenn wir keine Krisennummer kriegen, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann machen wir jetzt den Kooperationsvertrag Cyberware und bringen quasi die Unternehmen, bei denen die IT-Security-Kompetenz ist, im Rahmen dieses Kooperationsvertrages Cyberware dazu, 20 Personentage im Kalenderjahr in den Dienst des Volkes zu stellen. Also die Cyberware rekrutiert sich aus Unternehmen, die mitmachen. Und der Hintergrund, ich meine, wir kommen ja auf die Idee, das zu den Unternehmen zu gehen. Ich meine, der einzige Grund, der da natürlich eigentlich eine Rolle spielen kann, ist, dass aufgrund des doch zu beklagenden Fachkräftemangels im IT-Sicherheitsbereich, insbesondere in Deutschland, natürlich die Gehälter in der Branche wahrscheinlich ein bisschen das überschreiten, was so ein BSI zahlt. Und ein bisschen auch vom ist natürlich in der freien Wirtschaft dann doch interessantere Jobs gibt, als irgendwie alle paar Monate mal eine Pressemitteilung mit Risikostufe 5 zu posten. Und, die Risikostufe 5 musst du erklären. Wer gestern nicht in auf Nord-Nu-Show war, der weiß nicht, was Risikostufe 5 ist. Kommen wir gleich nochmal da drauf. Okay. Aber wir wussten da irgendwie nicht viel mehr zu sagen, als das, was ihr jetzt eh schon auf der Folie seht. Hast du dich schon gemeldet, Frank, zum Freiwilligendienst an der Cyberwaffe? Nee, ich suche immer noch eine schöne Krisennummer. So. Du musst dir das nochmal überlegen, weil wie man das halt so kennt, die Cyberfeuerwehrfeste vor Ort sind sicherlich eine Besuch wert. Du meinst, die Überschneidung mit den Leuten, die wirklich gut grillen können, ist hoch? Ja, da kommt dann der Cyber-August für die Kinder. Ist dann so wie auf dem Camp, ne, wo irgendwie die Freiwillige Feuerwehr ist ja da auch eigentlich immer ganz gut so mit ihren Grillständen und so. Genau, die wissen, wie man feiert und das guckt man sich jetzt da ab. Und das ist die Motivation, dahin zu gehen. Auf jedem Dorf gibt es dann sein eigenes Cyberfeuerwehrfest und man kann dann über die Cyber-Capability der Nachbarn lästern. Ja. Deren Löschfahrzeug ist schon echt alt. Die haben einfach zu wenig Cyber. Ich frage mich halt wirklich, wie das am Ende funktionieren soll. Also ein Unternehmen wird doch jetzt nicht einfach profitable 20 Personentage verschenken, wenn sie die genauso gut in Rechnung stellen können. Ich glaube... Also du denkst aber auch sehr ökonomisch jetzt, also schon sehr materialistisch. Entschuldigung, wenn jemand sagt, gib mal 20 Personentage, Vater Staat, da kann man noch mal kurz nachfragen. Also ich... Also vielleicht eins noch. Also wenn wir euch die Cyberware, ich kann es ja nicht aussprechen, Cyberware einrückt, dann sagt uns Bescheid. Also den erste Ausrücken der Cyberware würden wir schon gern dokumentiert wissen. Also unbedingt. Es gibt bisher auch nur Spekulationen über die Dienstkleidung und die Farbe des Rundumlichts. Ja. Ne? Mit Bildern, ohne Bild. Pics or it didn't happen. Okay. Ja, im Oktober hat Fraps einen Gutachten geschrieben für den NSA-Untersuchungsausschuss. Da ging es darum, einfach mal zu erklären, wie funktioniert eigentlich dieses Internet. Also so wirklich. So im Sinne von, welche Wege nimmt so ein Datenpaket, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, eine Leitung anzuzapfen und dabei vorher zu sagen, was da für Verkehr drauf ist.
Ausgangspunkt dieser Frage war halt die Diskussion darum, wenn der BND im Inland so eine Leitung anzapft, kann er dann irgendwie vorhersagen, welche Verkehre befinden sich darauf? Also gibt es halt irgendwie dann nur rein deutsche oder rein ausländische Verkehre? Und diese ganzen Theorien, die da halt von sich gegeben haben, auch im Ausschuss, die BNDler, die mal so ein bisschen mit der Realität zu konterkarieren. Und Fraps hat dann ein sehr schönes, sehr umfängliches Gutachten geschrieben, wo wir auch ein paar schöne Grafiken für gebaut haben. So. Wir hatten mal Grafiken, wir haben nie Bilder in unseren Stellungnahmen. Vielen Dank an Evelyn, das war also wirklich ganz großartig. Und haben auch tatsächlich eine Menge gelernt bei der Arbeit an diesem Gutachten. So diese Erklärbärnummer, so, also dieses irgendwie Erklären, wie funktionieren eigentlich Dinge, ist denn doch immer noch im Bundestag sehr, sehr gern gesehen. Also die Abgeordneten haben sich da auch wieder für bedankt für dieses Gutachten, weil sie meinten, so es sei schön klar und gut verständlich gewesen. Und da freuen wir uns dann natürlich, wenn wir da auch ein bisschen zur Klarheit beitreten können. Also auf der politischen Seite müssen wir natürlich jetzt sagen, dass parallel schon klar war, dass der BND-Gesetz verändert wird. Also generell sind ja die Befugnisse des Auslandsgeheimdienstes erweitert worden. Aber ich denke, zu diesen Details wird am Tag 4 Klaus Landefeld noch mal einiges sagen. Da wollen wir jetzt in diesem Zusammenhang nicht noch mal näher drauf eingehen, weil es war ja sozusagen im Rahmen des NSA-BND-Ausschusses und da ging es natürlich insbesondere um auch die Frage, wie man unterscheiden kann. Und darauf wird sich sicherlich auch bei der Klage des Frankfurter DZIGs gegen den BND auch nochmal zurückgezogen werden auf diese Fragen. Okay. Aber vielleicht hilft auch die, Entschuldigung. Wichtig war noch an dem Punkt, wollte ich noch kurz sagen, dass das zweite Gutachten eines C3-NOC-Mitglieds in diesem Jahr, ja, und von entscheidender Bedeutung hier für irgendwie eine Grundfrage dieser ganzen Aufklärungsarbeit des BND, das füllt uns schon mit Stolz, dass dieses Team nicht nur 180 Gigabit in diese kleine Hütte hier schießt, sondern auch unter dem Jahr dann da irgendwie die Sachverständigengutachten mal eben aus der Hand schüttelt. Schon cool. Wollen wir vielleicht mal generell sagen, ihr habt ja gesehen, bei den verschiedenen Stellungnahmen und Gutachten, die wir so verfasst haben, wir holen uns natürlich da auch immer einfach Leute dazu, die besondere Kompetenzen haben. Aber die sind auch alle Freiwillige, wie wir hier zu sagen, Freiwillige sind. Die stecken ihre Zeit darin, Dinge zu erklären oder was runterzubrechen für ihr besonderes Technikkompetenzgebiet. Das macht immer relativ viel Arbeit und ist auch nicht immer, wie soll ich sagen, nicht besonders erfreulich, weil man natürlich oft in den Ausschüssen oder auch sonst weiß, dass man das zwar erklären kann, aber dass es nicht unbedingt bei den Köpfen, die darüber entscheiden, auch ankommt. Und dass sie sich deshalb dennoch die Mühe machen, finden wir natürlich total erfreulich, weil gerade so wir sind hier ein zweites Gutachten. Also wer gerne mal möchte, kann sich auf den Seiten des Bundestags ja auch der zweite herunterladen. Ich denke, da haben wir schon auch gerade im Vergleich eine ziemlich gute Arbeit geleistet. Ja, also jedenfalls nochmal vielen Dank an die verschiedenen Mitwirkenden, die sich bei den Stellungnahmen immer so beteiligen. Wir wollen kurz noch über die FIFCON 16 reden. Die FIFCON ist die Jahrestagung des Forums Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Die war wieder in Berlin an der TU im Mathematikgebäude. Und wir sind da traditionell einer der Unterstützer. Warst du nicht da, Linus? Ich war da, ja. Ich habe mir das leider angeschaut. Nicht da, ich war krank. Das Gebäude ist echt geil. Das ist wirklich den Charme so der Blade Runner-Style. Irgendwie sich was mit diesen ganz komischen Treppen, wo man nicht weiß, wo die hinführen und so. Das war sehr schön, aber auch die Vorträge waren, glaube ich, vor allem eigentlich durchgängig hochkarätig besetzt. Und das Ganze vollständig kostenlos, wenn ich mich nicht täusche. Der CCC war da als Unterstützer, um Kosten abzunehmen, damit die Veranstaltung für die Besucher kostenlos ist. Es war kostenlos. Applaus
Und auch das wieder eine Veranstaltung, also wo man so mal am Rande mit guten Leuten zusammentrifft und die auch, denke ich, vor allem noch so leichtes Wachstumspotenzial durchaus hat in dem Gebäude. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Und die Videos sind wie immer beim VOG. Also kann man sich runterladen. So, dann hatten wir schon im Rahmen der Zukunftstagung und im Rahmen der Mitgliederversammlung über die Möglichkeit gesprochen, so ein bisschen die Dezentralität einerseits zu pflegen, andererseits aber auch ein bisschen mehr Orientierung zu bieten. Und da ist jetzt aus diesem Gedanken ist lokal.ccc.de entstanden, eine Veröffentlichungsmöglichkeit für alle ERFAs an einer zentralen Stelle. Wir wollen also nach und nach dafür sorgen, dass man quasi so ein bisschen die vielfältigen Veröffentlichungen aus den ERFAs des CCC, auch kleinere Veranstaltungen, wenn man auch einfach mal nur sagt, komm, heute Abend ist ein Datengarten oder eine Pizza-Programmiernacht, einfach die kleineren Events auch mal wirklich an einer zentralen Stelle größer sammeln, da auch den Überblick so ein bisschen mehr zu ermöglichen, weil wir eben den Nachteil oder das Problem entdeckt haben, dass viele von den ERFAs eben kaum gefunden werden, ja, weil, und das wollten wir, dem wollen wir damit begegnen. Das Projekt ist jetzt gerade erst am Anfang, wurde aber mit hohen Aufwand von sehr kompetenten Leuten sehr gut zusammengestrickt. Wir haben auch noch die Space API, die da läuft, und ich glaube, da sind wir auf einem sehr coolen Weg, einerseits die Dezentralisierung zu pflegen, andererseits aber auch mal die Orientierung in dieser Dezentralisierung ein bisschen besser zu ermöglichen. Und da freue ich mich auch drauf, das gedeihen zu sehen. Wir sollten bei der Gelegenheit erwähnen, Linus sprach es eben schon kurz an, die Idee ist so ein bisschen um die MV, also um die Mitgliederversammlung des CCC entstanden. Wer das nicht weiß, der bundesweite Chaos Computer Club ist ein Verein, und so machen wir auch also Mitgliederversammlung, und wir haben bei dieser Mitgliederversammlung auch einen neuen Vorstand gewählt, den man natürlich auch bei uns auf der Webseite findet, aber wir wollten natürlich auch hier nicht unerwähnt lassen, dass wir einen neuen Vorstand haben. Ja, und zwar der Vorsitzende ist Dodger, Stellvertreter sind... Wie heißt er eigentlich richtig? Darf man das sagen? Na, ist egal, der heißt Dodger. Dodger, Stellvertreter Watz und Maha, Schatzmeister Dome und Svar als ERFA-Repräsentantin. Genau. Also da kann man ruhig mal applaudieren. Okay, wer sich darüber noch weiter informieren will, ist halt tatsächlich ein bisschen Vereinsmeierei. Da gibt es natürlich auch Informationen bei uns auf der Webseite. Wir kehren zurück zur Politik. Und Ende November, nach einem echt jahrelangen Gezerre, wo insbesondere ein Abgeordneter, nämlich André Hunko von der Linkspartei, einfach keine Ruhe gegeben hat und die Bundesregierung immer wieder, auch schriftlich, als sein Recht als Abgeordneter gefragt hat, wie er denn jetzt mit Rammstein und dem amerikanischen Drohnenkrieg ist, hat er jetzt tatsächlich nach so vielen Jahren mal die Antwort bekommen, ja, die Bundesregierung weiß sozusagen jetzt, dass über die US-Relaisstation auch Drohnen gesteuert werden. Das war also ein langer Krampf, und tatsächlich musste die Bundesregierung jetzt einräumen. Also zu unserer Überraschung, die haben sich einfach jahrelang gedrückt mit bekloppten Ausreden, dass sie also immer noch mal hart nachfragen, aber noch keine Antworten haben. Und jetzt haben sie halt mal eine Antwort bekommen und können jetzt nicht mehr sagen, sie hätten gar keine Erkenntnisse mehr darüber, was in Rammstein so läuft. Und wir wollten bei der Gelegenheit... Ja, wir wollten bei der Gelegenheit, es gab dann auch ein Gutachten an den NSA-Untersuchungsausschuss, in dem die Möglichkeiten von Handyortungen dargestellt wurden. Und über dieses Gutachten haben wir auch hier einen Vortrag gehabt, der lief, wenn ich mich nicht täusche, gestern schon, von Erik, Geolocation Methods in Mobile Networks, wo dann einfach mal quasi erklärt wird, wie man von der Telefonnummer ausgehend erstmal über SS7 herausfindet, welches Land oder sogar welche Region man mit der Drohne überfliegen muss, dann mittels eines IMSI-Catchers am Ende die Person triangulieren kann, und dieser IMSI-Catcher, der sich eben vorne in der Drohne befindet, dann am Ende
dabei hilft, ja, diese Person im Prinzip auf ein paar Meter genau zu lokalisieren und dann eben dem Tod zuzuführen. Das einfach mal im NSA-Untersuchungsausschuss so zusammenzufassen, war auch ein sehr wichtiges Gutachten, was da eingereicht wurde. Interessanterweise sind das aber Methoden, die eigentlich allesamt seit, ich weiß nicht, wann der erste Lokalisierungsvortrag auf dem Kongress war. Ich glaube, das war mindestens 5 Jahre. War das Tobias? Also jedenfalls seit vielen Jahren haben wir diese Themen schon auf dem Kongress, sowohl was irgendwie Lokalisierung in GSM-Netzen als auch Lokalisierung über SS7 angeht. Das heißt also, man hätte den Abgeordneten auch einfach eine schöne Linkliste schicken können mit den Vorträgen zum Kongress. Aber die auch da wieder das Phänomen, es interessierte dann am Ende doch nur so bedingt. Wer das nicht weiß, und deshalb so kam natürlich auch der Zusammenhang zu dem Geolokationsgutachten für den NSA-BND-Ausschuss zustande. Der BND musste im Rahmen dieses Ausschusses einräumen, dass er Daten an seine Partnergeheimdienste weitergibt. Aber er hatte die sehr überzeugende Ausrede, dass diese Daten nicht wirklich für das Targeting, also nicht für die tatsächliche Zielerfassung der Drohnen benutzt werden. Insofern gibt es da den Zusammenhang und war, glaube ich, wichtig, auch nochmal als offizielle Bundestagsdrucksache klarzumachen, dass die Geolokation sehr wohl geht. Gerade auch, weil in der Anhörung unglaublicher Bullshit erzählt wurde darüber, wie präzise so eine Daten sind. Ja, und das ernsthaft behauptet, dass ihre Daten, auch wenn da Handynummern dabei sind, niemals zur Lokalisation einer Person geeignet werden. Und das ist einfach... Yes. Es ist ärgerlich, dass sich dann noch Leute hinsetzen müssen und ein x Seiten Gutachten formulieren müssen, um so einen Unsinn, der da behauptet wird, dann auch noch zu widerlegen. Es ist ganz interessant, dass sich über die Jahre, wie sich der Streit zieht, der CCC hat sich nämlich schon lange diesem damaligen Aufruf angeschlossen, dass wir keine Kampfdrohnen wollen, wie viel sich da so über die Jahre ergeben hat. Also nicht nur jetzt im NSA-Untersuchungsausschuss, sondern auch über eine sehr wache Presse. Teile aus den Snowden-Papieren haben sich auch damit beschäftigt. Mittlerweile ist öffentlich geworden, ich glaube zuerst war das The Intercept, sozusagen die Kriterien, nach denen die Ziele festgelegt wurden, das sogenannte Playbook, das heißt auch noch so, die schieben sie auf Janisch, oder? Mittlerweile hat unsere Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, ja selber beschlossen, dass wir auch Kampfdrohnen wollen, ohne allerdings mal auf die Frage zu antworten, wer denn bei uns eigentlich dann die Ziele bestimmt. Also da hat sich eine Menge getan. Ich glaube, da sollten wir schlicht wach bleiben, um nicht zu so einer Normalität werden zu lassen. Also insofern fand ich, glaube ich, die Nachricht, dass die Bundesregierung einräumen musste, dass sie ein bisschen mehr als nichts weiß, immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Eigentlich wäre sie nämlich nach dem Völkerrecht verpflichtet, völkerrechtswidrige Angriffskriege auf ihrem eigenen Territorium, und das ist ja nun mal Rammstein, zu unterbinden. Das wäre ihre verdammte Pflicht. Ach, den jungen Mann werden Sie kennen, oder? Ja, das war, ich konnte mir da ein gewisses Grinsen nicht verkneifen. Als die ganze Zeit, ihr müsst euch mal das Video ansehen, ist episch. Er kann, ja, naja. Schmunzeln. Also es war, es begab sich, dass 900.000 Telekom-Router ausfielen, weil sie ein paar IP-Pakete bekommen hatten, mit denen sie nicht so ganz klar kamen. Also es wütet ja gerade so, dass das IoT-Botnet ist ja völlig überraschend. Niemals hätte man in den Security Nightmare spekulieren können, dass dieses ganze IoT irgendwann mal das Internet ins Wanken bringen würde. Ja, wir haben das zwar irgendwie mal gebaut, um einen Nuklearschlag zu überleben, aber jetzt wird es irgendwie vom Toaster platt gemacht. Also ich hatte das mal irgendwie so genannt, so die Telekom hatte eigentlich Unglück im Glück im Unglück, weil der Angriff galt überhaupt nicht den Telekom-Routern, sondern die wollten andere Modelle betreffen, andere Modelle übernehmen, wo sie eine Command-Injection hatten. Und diese Pakete sind dann einfach zuhauf von den infizierten Bots weitergeschickt worden. Wenn man jetzt also mal irgendwie auf dem TR069-Port gelauscht hat, kam irgendwie so alle 1 bis 3 Minuten ein Paket irgendwie aus Chile, UK,
Was hatten wir da noch? Waren gar nicht die Russen? Die Russen haben das ja, also die Russen haben das ja gestartet und haben dann die anderen Länder infiziert. Genau. Das ist natürlich letztes Jahr waren es die Chinesen, dieses Jahr sind es immer die Russen. Also es gab diese IoT-Botnetze, die wüteten. Die Telekom-Router waren immun gegen die Command-Injection, sind aber allein mit der Tatsache, dass sie ein Paket bekommen haben, nicht so wirklich klargekommen und haben dann einen längeren Ausfall geführt. Spannend war, dass das irgendwie der Politik verdeutlichte, ach so Mensch, vielleicht müssten wir da ja mal was tun. Und dann sind Frank und ich mit vielen anderen eingeladen worden, doch mal im Bundesministerium für Wirtschaft darüber zu sprechen. Na, eigentlich sind gerade alle zuständig für das Cyber, ne? Also ist ja also wir haben sehr viele Internetministerien. Ja, so Verkehr und Rüstung und Geheimdienste und Wirtschaft und so, eigentlich alle Cyber. Jedenfalls da ging es halt so ein bisschen darum, was kann man jetzt eigentlich tun gegen das böse Botnet Cyber. Und die Diskussion war durchaus ganz interessant. Also man war sich relativ einig da so, dass es so nicht weitergehen kann, aber wie stark denn halt irgendwie da die Industrie in die Pflicht genommen werden soll, welche Haftungsregeln man einführen sollte und so weiter, ist natürlich umstritten. Wir haben also mal so eine Minimalforderung und die ist halt so, dass auf jedem Gerät mindestens ein Aufkleber drauf sein sollte, contains Internet, wenn es irgendwie ans Netz angeschlossen ist und eine verpflichtende Erklärung auf der Packung draufgedruckt ist, für wie lange der Hersteller Sicherheitsupdate für dieses Gerät zur Verfügung stellt. Also wie lange man es tatsächlich zumindest gefahrarm betreiben kann. Damit können wir wahrscheinlich sogar durchkommen, was irgendwie so ein bisschen härtere Regeln, also was so Haftung und so angeht, ist natürlich der Widerstand größer. Da rechnen wir mit etwas zäheren Auseinandersetzungen, zumal da halt der Teufel auch im Detail steckt. Aber diese Diskussion wird uns garantiert noch das nächste Jahr sehr intensiv verfolgen, weil da stehen jetzt auch noch die Bundestagswahlen an und dann haben wir das böse Russen-Cyber und die Botnetze. Also das wird ein sehr cyberhaltiges Jahr, das nächste. Interessant, also vielleicht nochmal kurz, um zusammenzufassen, warum das mit diesem IoT irgendwie so eine schlechte Idee war. Wir haben ja jetzt irgendwie so 20, 30 Jahre oder was Computer irgendwie, versuchen wir die irgendwie abzudichten und sicher zu machen und kriegen ja irgendwie so eine Lifetime von Windows XP, wie viele Jahre waren das, 15 oder so? Ja, bis nach 15 Jahre lang wurde das Ding eigentlich mehr oder weniger alle zwei Wochen mit Updates versorgt. Ja, also das ist ungefähr die Komplexität und die Qualität, die in so einem Produkt steht. Und das heißt, überhaupt ein internetverbundenes Objekt herzustellen und zu verkaufen und den Leuten dann zu übergeben und davon auszugehen, dass nicht früher oder später darin eine Sicherheitslücke gefunden wird, die uns zu einem Problem wird, geht einfach so nicht. Das heißt, deswegen ist diese Forderung so wichtig. Sind die Dinger überhaupt updatebar? Nehmen die Hersteller diese Verpflichtung ernst? Und wenn sie es nicht tun, ist von uns aus auch recht, dann machen wir halt unsere eigene Software da drauf. Aber auch das dürfen wir in der Regel nicht. Also die Interaktionsmöglichkeiten mit so einem Thing of Internet sind eben sehr viel geringer. Und das zeigt ja eben auch nicht an, dass es gerade irgendwie einen Cyberangriff gegen Kanada fährt, während es dir noch einen Kaffee zubereitet oder so. Und ich denke, da ist es schon durchaus notwendig, vor allem, weil diese Produkte ja sehr günstig verkauft werden. Also was wir eigentlich gerade im Markt sehen, ist alles Mögliche, was man schon seit Jahrzehnten kaufen konnte, sollen wir jetzt nochmal kaufen, weil da ein Internet dran ist. Ja? Kaffeemaschine, Lichtschalter, Lichtglühbirne, wo alles, du musst alles jetzt einmal nochmal neu kaufen mit Internet. Sextoys. Die ja sowieso. Alle mit Internet jetzt. Der Cybersex kommt jetzt auch, muss jetzt endlich irgendwann kommen. Ich habe gar keine Folie. Und wo soll überhaupt diese ganze Kompetenz herkommen, diese ganzen Dinger zu bauen? Ja, und vor allem bei den Preisen, zu denen die auf den Markt geworfen werden, fällt natürlich als allererstes die Idee weg, die Dinger irgendwie mit Updates zu versorgen oder einer vernünftigen Qualitätskontrolle zu unterziehen. Und da sehen wir durchaus einiges Risiko in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen. Was ich bei diesem Treffen im BMW so interessant fand, war, dass die deutschen Vertreter
dann eher so, ja, wir brauchen dann aber Zertifizierung oder Gütesiegel, die zeigen, dass das aus guter deutscher Produktion die Produkte besser sind. Interessant ist aber, dass ja, wenn dein Toaster von Mirai befallen ist, du ja eigentlich kaum Nachteile dadurch hast. Ne? Der macht ab und zu mal einen DDoS, den macht er wahrscheinlich eh zu Nacht. Das heißt, du hast gar keine Schwierigkeit mit der Bandbreite. Das heißt, bei diesen Botnetzen sind erstmals massiv andere die Leidtragenden. Und wir haben den Kram bei uns stehen und sind vielleicht noch nicht mal wirklich betroffen. Und das Ganze nimmt ja jetzt ein Ausmaß an, dass irgendwie mal eben das nordamerikanische Internet einen halben Tag nicht funktioniert. Und spätestens, wenn so ein Phänomen erreicht ist, dann muss man sich natürlich schon darüber Gedanken machen, wie man dem auch international Herr werden kann. Weil wenn wir jetzt irgendwie goldene Sterne auf die deutschen Produkte kleben, hindert das natürlich immer noch keinen daran, irgendwie diese China-Kameras zu kaufen und hier mit gutem Internet zu versehen und sie einem Botnetz zu spenden. Also diese Frage, wie kann da Marktregulierung aussehen, welche Vorschriften kann man da finden, so ist halt so eine Diskussion, wo wir relativ viel Zeit reingesteckt haben, drüber nachzudenken und auch mit sehr vielen Leuten geredet haben. So, und es natürlich auch eine Menge konträre Ansichten dazu gibt, weil natürlich die Furcht groß ist, wenn man jetzt sagt, okay, dürfen jetzt nur noch lizenzierte Geräte ans Internet, damit ist ja auch niemandem geholfen. Also diese Diskussion führen wir halt auch aktiv, dass wir versuchen halt auch neue Ideen zu entwickeln, neue Ideen auszutesten, beziehen dafür natürlich manchmal auch Prügel. Die Frage, wie geht's da weiter? So, wie kann man halt diese externalisierten Kosten durch irgendwie massenweise verkaufte, kaputte Geräte irgendwie wieder einfangen, wird, glaube ich, auch nicht weggehen. Also je mehr von dem Zeug da draußen unterwegs ist, desto häufiger wird dann halt mal Dinge kaputt sein oder nicht erreichbar sein, ohne dass ein Individuum wirklich verantwortlich gemacht werden kann, weil wenn da draußen 1 Million kaputte Toaster sind, dann und jeder trägt nur ein kleines bisschen dazu bei, ist es mit der Verantwortlichkeit halt so ein bisschen schwierig. Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit nochmal erwähnen, wer das Reverse Engineering und da echt auch zu beigetragen hat, der Öffentlichkeit mit sozusagen nur unserer Erklärbarhilfe da ein bisschen mehr Informationen zu geben als etwa die Telekom selbst oder auch das zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik irgendwie zur Verfügung stellen wollten. Ja, Ralf-Philipp Weinmann war da derjenige, der sich die Hardware erstmal, ich kann vielleicht noch den Satz zu Ende sagen, nicht. Der sich die Hardware nämlich geschnappt hat, während viele andere, inklusive mir übrigens, anhand des Exploit-Codes erstmal spekuliert haben. Das heißt, sich angeschaut haben, okay, wie wird der Angriff auf den Router durchgeführt, dann die Payload analysiert haben, die aber diese Telekom-Router gar nicht befallen hat, hat Ralf, bevor er überhaupt irgendwie mal angefangen hat, sich so ein Gerät geholt und konnte dann da einerseits das Problem reproduzieren und weil er das so schnell reproduziert hatte, hat er noch ein paar andere unterwegs gefunden. Genau. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz ein paar Sätze zu Netgear verlieren und zum BSI. BSI hatte zu dieser ganzen Telekom-Sache 900.000 Betroffene hin oder her, keine Informationen auf der Webseite. Das hat sich nach diesem Vorfall dann geändert, denn als es zu sozusagen der nächsten Sicherheitsschwankung kam bei bestimmten Netgear-Geräten, gab es plötzlich dann eine Warnung, eine offizielle, eine Produktwarnung auf den Seiten des BSI mit Informationen für die Öffentlichkeit, welche Geräte betroffen sind und welche Art die Sicherheitslücke ist. Und da kommt Risikostufe 5, ja. Ja, genau, da kommt die her. Da finden wir noch raus, was diese Risikostufen bedeuten. Ja, genau. Wir kriegen ja schon immer Zeichen, dass wir nicht mehr so sehr viel Zeit haben. Insofern sputen wir uns jetzt ein bisschen. Ich will noch einen Satz sagen zu dem abgebildeten Zeitungsartikel. Das ist die Augsburger Allgemeine und ich will deshalb nur erwähnen, weil der CCC München, der wie auch andere Erfas auch mitgewirkt hat an der Erklärbärung von diesem Telekom-Skandal, das sehr schön gemacht hat, weil er nämlich nicht nur erklärt hat, was eigentlich passiert ist in dem Telekom-Fall, sondern eben auch nochmal generell Prinzipien der Hackerethik erklärt hat. Also ein schönes Stück, wo man die Message, die wir als Hacker-Community auch haben, in solchen aktuellen Fällen ganz toll unterbringen kann. Also die ist so beispielhaft, und weil wir auch mal betonen wollen, dass nicht nur wir die Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern auch dezentral stattfindet. Übrigens CCC München, auch Ray mit Lockpicking in die IoT, eine Vortragsempfehlung meinerseits. Total großartig. Also was man sagen muss, der Artikel in der Augsburger ist auf jeden Fall besser als das, was die Hannoversche Allgemeine getitelt hat. Hacker sind nämlich jetzt wieder Terroristen. Ja, doch mal rasieren, hä? Huh?
Es gab noch eine sehr erfreuliche Nachricht im Dezember. Was man hier sieht, ist das Gebäude des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Was übrigens überhaupt nicht so aussieht, sondern viel, viel finsterer. Sieht voll schwarz aus, wenn man davor steht. Der EuGH hat ein zweites Mal ein Diktum abgegeben über die Vorratsdatenspeicherung und erneut auch betont, dass es eben nicht nur Metadaten sind, sondern dass man daraus Menschenprofile machen kann. Und hat auch sozusagen erneut die Skepsis gegenüber einer anlasslosen, verdachtslosen Vorratsdatenspeicherung zu Papier gebracht. Wir hatten ja bereits erste Urteil vom EuGH, wonach die Vorratsdatenspeicherung ja grundrechtswidrig ist und sozusagen eine Bestätigung dieses Urteils. Da gibt es zwei Vorlagen, weil aus zwei Mitgliedstaaten der EU solche Vorlagen an den EuGH gegeben wurden. Das ist einmal etwa Schweden und, fällt mir gerade ein anderes Land nicht ein, Großbritannien. Großbritannien hat übrigens nicht mal abgewartet, dass sie diese Meinung vom EuGH haben und dann mittlerweile ja eine sehr extreme Form der Vorratsdatenspeicherung bereits in ein Gesetz gegossen. Also die haben nicht mal abgewartet, wie die Entscheidung sein würde. Dennoch ist es aus meiner Sicht eine große Unterstützung im Kampf gegen diesen zwölfjährigen Kampf gegen diese verdachtslose Vorratsdatenspeicherung, die ja bei den Telekommunikationsmetadaten nicht aufhören wird. Insofern war ein schönes Weihnachtsgeschenk, auf das wir auch pochen sollten, denn wir haben 2016 auch ein nationales Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung bekommen und wir sollten nicht müde werden, unseren Justizminister von der SPD, Heiko Maas, dazu aufzufordern, das Urteil zu lesen und insbesondere Änderungen an diesem Gesetz vorzunehmen. Da sollten wir ganz dringend und vor allen Dingen auch im Wahlkampf drauf pochen. Wir wollen bei der Gelegenheit die GFF erwähnen, denn wir haben in Deutschland sozusagen die erste NGO, die sich auch mit unserer Unterstützung, aber mit der Unterstützung von sehr vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen an das Thema gemacht hat, sogenannte Strategic Litigation zu machen, also aus rechtsstrategischen Gründen, Verfassungsbeschwerden oder Beschwerden an den Europäischen Gerichtshof oder vielleicht auch an den Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu machen. Das halten wir für eine gute Idee, für spezielle Fälle. Also für bestimmte Verfassungsbeschwerden unterstützen wir die GFF darin und wir werden sehen, wie sich das, glaube ich, über die Jahre entwickelt. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, wo man einen langen, also wirklich langen Atem braucht, weil man das eben über viele Jahre ziehen muss. Aber ich glaube, das ist erstmal keine schlechte Entwicklung, wenn wir nämlich beobachten, dass sich sozusagen die Spitzenpolitik immer mehr auch über die Urteile aus Karlsruhe und erst recht über die Urteile vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg hinwegsetzt und auch in der Art, wie sie diese Urteile kommentieren, dann ist, glaube ich, so eine Art von strategischer Beschwerdeführung nicht verkehrt. Und da wollen wir zumindest auch für die Fälle, die alle so einen technischen Bezug haben, die wir unterstützen, auch aktiv an der Öffentlichkeitsarbeit gerne mitwirken. Genau. Also wir wünschen da schon jetzt mal viel Erfolg. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Und was kann das Ende sein, wenn nicht die Fake-News-Debatte? Ja, Fake News haben uns so die letzten Wochen und Monate verfolgt. Das ging eigentlich los schon etwas früher. Da gab es dann irgendwie so eine Studie von, ich glaube, so einem Sozialwissenschaftler oder so, der festgestellt hatte, dass es Social Bots gibt. Ihr kennt die vielleicht seit einiger Zeit. Die nerven euch mit Spam auf beliebten Hashtags. 33C3 ist jetzt auch schon einige Bots anheimgefallen. Und dann wurde auch erforscht, das finde ich auch ganz gut, dass im US-Wahlkampf eben solche Bots zum Einsatz kamen, die dann eben Donald Trumps Tweets geliked haben oder retweetet haben und in irgendwelchen Hashtags rumgeflutet haben und da natürlich Kommunikation einfach gestört haben. Das ist natürlich ein sehr sehr unschönes Phänomen, weil damit, sag ich mal, unsere Indikatoren, wie wir soziale Netzwerke wahrnehmen und wie wir Erfolg in sozialen Netzwerken wahrnehmen, natürlich so ein bisschen verzerrt werden. Ja? Also wenn man dann sieht, dieser Tweet von Donald Trump hat x-tausend Likes und der hat aber sehr viel Support, während er in Wirklichkeit vielleicht einfach nur ein paar Millionen Bots hat und ein paar Leute, die es auch wirklich geliked haben. Das heißt, da gibt es also leichte Verzerrungen in diesen sozialen
digitalen Netzwerken, die da stattfinden. Und es war dann aber relativ früh im Jahr 2016 schon davon die Rede, dass diese Social-Bots jetzt die Wahlen manipulieren würden. Und ich denke, bei dem Begriff der Manipulation muss man da doch schon ein bisschen vielleicht ein bisschen mal das Phänomen genauer betrachten. Ja? Also, dass da vielleicht eine Wahl beeinflusst werden soll, das lasse ich ja gerne noch zu. Aber dass jetzt auf einmal Menschen aufwachen und sagen, Mist, jetzt habe ich gestern Donald Trump gewählt, obwohl ich eigentlich Hillary Clinton wählen wollte, der Russe hat mich über Twitter manipuliert. Das ist dann doch eher, vielleicht wird dem Phänomen wahrscheinlich nicht so ganz gerecht. Also da bin ich etwas erstaunt, was da auch an wissenschaftlichen Statements zu diesem Phänomen kommt. Hat mich überrascht. Dann kam, was auch neu erfunden wurde, also neben den Bots, die wurden auch dieses Jahr erfunden erst, wurde im Jahr 2016 die Lüge erfunden. Das ist also so, das kannte die Menschheit vorher gar nicht. Das kannte die Menschheit wirklich nicht, und zwar ist das, man behauptet etwas Unwahres. Das würde ja sonst nie, wäre ja niemandem sonst in den Sinn gekommen. Und das wird jetzt auch demnächst die Wahl manipulieren. Also passt schön auf. Passt auf. Also vielleicht auch mal, um da das Phänomen ein bisschen zu betrachten. Also ich meine, dass die Unwahrheit behauptet wird, es gibt Überlieferungen, dass das auch vorher schon mal stattgefunden haben könnte. Und vor allem, dass sag ich mal, plötzlich Menschen versuchen, auf das Ergebnis einer Wahl Einfluss zu nehmen, ist jetzt auch nichts Neues. Ja, wir haben Zeitungen, wir haben Fernsehsender, wir haben Radiosender. Also wir haben Politiker. Wir haben Politiker, die gewählt werden sollen, aber mit allem politischen Handeln und aller politischen Veröffentlichung soll natürlich auch auf das Ergebnis einer Wahl Einfluss genommen werden. Und so natürlich auch mit Fake News. Aber ich glaube nicht, dass wir mit unserer Evolution dann irgendwann an den Punkt ankommen, dass jetzt plötzlich Fake News das Ding sind, wie Wahlmanipulation dann am Ende doch stattfindet. Also dieses Phänomen, so unschön es ist, sollte man da doch ein bisschen seine Schranken weisen und vor allem die Rolle der sozialen Netzwerke in diesem Bereich mal würdigen. Denn was soziale Netzwerke ja tun, ist, sie versuchen, uns auf dieser Seite zu halten, damit sie uns mehr Werbung zeigen können. Das heißt, sie schaffen uns die Welt, die wir erwarten, geben uns die Inhalte, die wir erwarten, sammeln Wissen über uns und ermöglichen es dann anderen, uns mit Targeted Advertising die Inhalte zu geben, die wir gerne haben möchten. Und was man jetzt gerade in dem Trump-Wahlkampf zum ersten Mal so in voller Blüte gesehen hat, war eben die Nutzung dieses Targeted Advertising auf ein Wahlergebnis hin. Und nämlich mit der einfachen Idee, dass man natürlich einem potenziellen Clinton-Wähler eine andere Message senden muss als einem potenziellen Trump-Wähler. Weil den Clinton-Wähler möchte man wahrscheinlich dazu bringen, dass er gar nicht erst zur Wahl geht, während man den Trump-Wähler dazu bringen möchte, zur Wahl zu gehen. Also quasi diese Differenzierung in dem Targeted Advertising ist hier das eigentliche Problem, das gestreut mit Fake News, die man sich dann da ausdenkt, fällt dann auf einen sehr fruchtbaren Boden von Leuten, die den ganzen Tag nur Lügenpresse schreien und gleichzeitig dann in ihrer Ablehnung der Lügenpresse nun den Fake News folgen. Also das Problem ist da ein bisschen vielschichtiger. Und ich glaube, die einzige wirkliche Antwort, die wir darauf formulieren können, die langfristig wirken wird, ist, wir leben halt in komplexen Zeiten und wir müssen als mündige Bürger diese komplexen Zeiten auch verstehen und erfassen. Es ist klar, dass viele Menschen jetzt nach einfachen Antworten suchen, aber ich denke, wir müssen alle mal ein bisschen daran arbeiten, die komplexen Zeiten zu verstehen, um uns dann auch damit anzufreunden, dass diese komplexen Zeiten vielleicht auch komplexe Antworten verlangen. Also der Also für mich ist so das Zwischenfazit aus dieser Debatte, dass wir durchaus versuchen sollten, die Manipulationstechniken an sich zu verstehen und auch darüber zu reden, wie sie funktionieren, aber nicht dem Hype anheimfallen sollten, diesen Techniken übergroße Wirksamkeit zuzuschreiben, weil die empirische Forschung dazu ist halt eher dünn. So, und gestern hörte ich einen schönen Vergleich dazu. Es ist ungefähr so wie in den 60er Jahren, als es im Kino anfing, da haben sie dann Werbung gemacht, wo sie ein Bild von den 25 Bildern pro Sekunde ausgetauscht haben gegen eine Cola-Flasche.
und haben dann geglaubt, dass die Leute deswegen mehr Cola kaufen. So. Und es passierte tatsächlich so ein bisschen so, aber es war nie so richtig wirksam zu erforschen, was da wirklich passiert. Und so ein ähnliches Phänomen haben wir jetzt auch. Das heißt, es gibt halt eine Menge Behauptungen, aber es gibt halt relativ wenig Empirie dazu. Das heißt, es ist unsere Aufgabe als Hacker, solche Manipulationstechniken sichtbar zu machen, gerade auch in den sozialen Netzwerken und zu verstehen. Sehe ich schon, aber wir sollten uns halt nicht einreden, dass das nun halt irgendwie die Dinge sind, mit denen man so eine gesamte Wahl umkippen kann, nur weil da ein paar Leute halt plötzlich Fake News in ihrer Timeline vorfinden. Tja, dann bleibt uns jetzt nur noch zweierlei. Also das eine ist, wir wollen uns bedanken. Ich glaube, das sage ich auf keinen Fall nur für mich, sondern für uns alle und auch für das größere Team, was die Öffentlichkeit macht und die Leute, die sich partiell oder zu bestimmten Themen bei uns beteiligen. Wir wollen uns sehr bedanken für die für den Support, den wir kriegen aus dem Club. Der ist enorm und für uns auch wichtig. Und ohne den könnten wir natürlich auch nicht sozusagen so arbeiten, wie wir versuchen zu arbeiten. Wir wollen aus dem Jahr, was uns eher so ein bisschen... Also jedenfalls nicht besonders glücklich hinterlassen hat, trotzdem Motivation mitnehmen für nächstes Jahr. Da werden so einige Schlachten geschlagen werden. Ich finde, wir sind nicht so schlecht aufgestellt. Und zum Zweiten vielleicht, dass wir uns das Motto und die Idee, die hinter dem Motto steht, aneignen. Das ist eben und das Wissen, was wir in dieser Community haben, dass wir das sozusagen auch in die Welt tragen. Das ist unser Plan. Ja? Dann müssen wir, glaube ich, noch darauf hinweisen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, wo der nächste Chaos Communication Kongress stattfindet. Also wenn ihr jetzt schon Hotelbuchungen machen wollt, geduldet euch bitte. Oder, also wir wissen es, es kann Hamburg sein, es kommen mehrere Orte in Frage und die Entscheidung ist bisher noch nicht gefallen. Aber sie wird so bald wie möglich gefällt. Also wir werden genug Vorbereitungszeit haben. Also es wird nicht so sein, dass wir im November spontan sagen, wo der Kongress ist. Es wird halt schon eher ein paar Monate vorher klar sein, da auf den üblichen Kanälen. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und immer, wenn ihr irgendwas habt, ihr wisst schon, was ihr gerne an die Öffentlichkeit bringen wollt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Vielen Dank. Danke euch. Ja, nochmal ganz vielen Dank auch an euch, dass es euch gibt. Und ich habe noch ein bisschen Post aus dem Member Office bekommen. Und zwar gut, dass es mit Fake News geendet hat. Ihr habt vor 2 Stunden, ich weiß nicht, ob man sich noch dran erinnert, gesagt, dass Adressänderungen nicht gut seien. Auf der einen Seite von diesem Blatt ist ein Hustenbonbon-Rezept. Und ansonsten wünschen sie sich eine Klarstellung davon, dass die Adressänderungen eben doch gut sind. Oh! Also das Office weist darauf hin, Adressänderungen sind weniger Arbeit als zurückkommende Post und deswegen doch bitte die Adressänderungen machen. Danke.